whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
This kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Heute Montag, neue Woche. Und ja, heute sind wir bei der RLE, bei der Racing League Esports. Da waren wir, glaube ich, vorletzte Woche Montag zu einem Testrennen schon mal. Ja, heute geht's also los mit der nächsten Season. Rennen 1. Insgesamt haben wir 2 Splits. Wir gucken uns heute den zweiten an. Den ersten gibt es beim Rennzeit. Da kann ich euch natürlich auch nochmal kurz den Link geben, falls ihr da nochmal reingucken wollt. So, da ist er. Ja, auch schon online, alles super. Ja, also Split 2, Watkins Glen und der Christian Buddy auch am Start, der fährt auch sogar mit und kann Zwerg auch dir einen schönen guten Abend. Ihr seht es im Hintergrund, das Qualifying läuft schon, 20 Minuten ist es insgesamt lang. Unter mir seht ihr es, eine Stunde fahren wir gleich. Ja, die Rennen sind immer so eine Stunde bis 90 Minuten, heute wie gesagt dann etwas kürzer. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke, schauen uns die Strecke mal an und ja, wer heute so mitfährt. So, ich schau mal, wie viel haben wir überhaupt am Start. So, 24 Autos. Links passt schon. Die ersten Zeiten dürften so demnächst reintrudeln. Aber ich würde sagen, wir gehen mal... Ja, gehen wir mal hier rauf aufs Auto von Marc Wittemann. Der nimmt uns mal mit in sein Ferrari. Da gucken wir uns mal die Strecke an. T1 geht's ein bisschen bergrunter. Kleine Kuhle hier. Hier am Ausgang kann man sehr, sehr viel Curb mitnehmen. Muss man auch, denn ab hier geht's erstmal nur noch Vollgas weiter. Und ja, geht's auch noch schön berghoch. Das heißt, den Schwung, die Geschwindigkeit braucht man hier. Was falscher Split. Bin ich im falschen Split oder was? Meine nicht. Hoffe nicht. Aber sonst müsst ihr mir erst sagen, sonst wechseln wir kurz den Server noch. Ne, müsste im richtigen sein. Nicht verwirren hier. So, jetzt haben wir natürlich die Runde verpasst. Deswegen müssen wir wieder zum nächsten Auto gehen. So, da haben wir noch mal ein bisschen mehr Zeit hier. Ja, ist gut, gut. Habe ich schon gewundert hier. Also, Alex Langhorst nimmt uns dann diesmal mit. Wie gesagt, T1 hier, eine relativ schnelle Kurve. Zweiter, dritter Gang, je nachdem. Ausgang alles mitnehmen. Die Geschwindigkeit hier in dem ersten Sektor hochnehmen auf den Berg. Denn Sektor 1 ist ab hier nur noch Vollgas. Einmal rechts rum, einmal links rum, vor allem hier am Start. Ja, wird es sehr interessant werden. Da wird mal schön aus dem Windschatten angegriffen und dann geht es hier side by side, vielleicht sogar 3-wide, wenn es mal richtig interessant werden sollte. Richtung Schikane, die Inner Loop ist das. Bisschen wie Daytona, eine sehr, sehr schnelle Schikane. Hier muss man alles an Curb mitnehmen. Gucken, Alex macht das. Hier schön links bleiben. Hier voll den Curb mitnehmen, aufs Gas gehen. Dann geht es in die Outer Loop rein. Hier wird mal kurz gelupft und dann hier kurz vom Häuschen spätestens geht es wieder Vollgas. Hier kann man sie noch weiter raustragen lassen. Und dann geht es weiter in den Berg wieder hinunter. Anbremszone, Berg hinunter, auch mal interessant. Später Apex hier, hier sehen wir es. Auch hier möglichst alles mitnehmen an Strecke. Wieder auf die linke Seite rüber. Dann kommen wir zur nächsten Rechtskurve. Hier geht es richtig schön den Berg hoch, bisschen wie Mount Panorama. Da hat man doch relativ viel Grip, weil das Auto da schön reingedrückt wird in den Asphalt. So, dann geht es hier, ich glaube Boot Straight heißt die gerade hier. Einmal so über den Berg rüber, hier geht es wieder leicht runter. Hier schön eng halten und dann schön nach außen tragen lassen. Hier hat man relativ viel Auslauffläche. Und dann geht es ja zu einer relativ schwierigen Kurve. Hier kommt gerne mal das Heck, weil es hier auch so ein bisschen über die Kuppe rüber geht. Und hier sieht es aber ganz gut aus. Der Langhorst kriegt hier keinen Quersteher. Dann nochmal kurzer Lupfer hier links rum. Und dann einmal wieder links rüber. Nochmal kurz anbremsen. Und dann hier wieder Vollgas raus. Hier entlang der Wand. Ganz, ganz knapp. Und das ist dann eine Runde hier in Watkins Glen. So, und jetzt gucken wir mal ein bisschen durch, wen wir denn also am Start haben. Momentan auf der 1 haben wir Simon Joby, Raven Racing, hier mit der Nummer 16 im Aston Martin. Dahinter haben wir gerade Steffen Rosse, 0,3 Sekunden. Aktuelle Runde sieht auch nicht, ja, nach einer Verbesserung aus hier. Ist im Honda unterwegs für RS Sim Racing. Momentan auf der 3, 0,4 Sekunden. Ja, gerade
die Runde angefangen. Hier geht durch den ersten Sektor. Haben wir den T-Maniacs, kurzer Vorname. Dann der Hoshi Blume, auch im Honda unterwegs. Wir haben einige Hondas hier, auch einige Ferraris. Schauen wir uns gleich mal an, was wir hier so am Start haben. Ja, mit der Nummer 77, die Affenbande hier, wie gesagt, im Honda momentan auf der 4. Relativ, ja, sehr, sehr knapp an der jetzt vierten Position dran. Denn der Wittmann hat sich hier, Marc Wittmann, auf die zweite Position gesetzt. Hier ist einer der Ferraris. Da waren wir ja gerade auf dem Auto drauf. Wo waren wir stehen geblieben? Platz 6, glaube ich. Noch ein Marc, der Kmikowiak. RMM Racing. Ich weiß nicht, sein Bruder. Der fährt hier auch mit. Wo ist er? Auf der 15. Daher, ja, mal wieder ein bisschen Familientreffen auf der Strecke. Momentan auf der 6, wie gesagt. Das hat er. Halbe Sekunde ungefähr Abstand. Dann haben wir Patrick Plöger auf der 7 im Lexus. Auch nicht mehr so oft gefahren, das Fahrzeug hier. Mit der 133. Hat auch gerade ein bisschen Verkehr. Ja, ist aber auf einer gültigen, wenn auch nicht auf einer guten. Dann haben wir noch den Ralf Schäfer im McLaren. Go Fast Racing, die 750. Momentan noch 0,6 Sekunden auf der 8. Position. Ah, hier Ausgang der Inner Loop. Kommt er leider ins Rutschen und kracht hier mal schön in die Wand rein, die farblich aber sehr gut zum Auto passt. Ja, das war aber trotzdem, ja, ein bisschen schade für ihn. Jetzt muss er in die Box zurück. Hat aber nochmal die Möglichkeit, auf jeden Fall hier ein paar Runden zu drehen. Dann gehen wir zu Thorsten Hofmann. Der ist auf der 9. momentan auch im McLaren. Hier vorletzte Kurve ein bisschen zu weit rausgekommen. Da muss man auch mit den Track Cuts aufpassen. Und auch hier im Rennen. Die gelbe Linie darf nicht überfahren werden. Das heißt, vor der letzten Kurve muss man tatsächlich rechts bleiben und dann hier in die Box reinfahren. Da wird es sicherlich mal die ein oder andere brenzliche Situation geben dann im Rennen. Sven Siegenthaler haben wir dann, die 776. Ein schwarzer Ferrari. Ich glaube, ich habe die Liveries gar nicht. Müssen wir nochmal gucken nach dem Rennen, dass ich die auch nochmal habe. Ja, auf der 10. Position. Ja, der hat schon fast eine Sekunde Rückstand. Ist aber hier zeitgleich mit Platz 11. Da haben wir den Christian Buddy im Audi. Too low for Re oder so. Oder too low for Y. Ich weiß es nicht. 939 auf jeden Fall. Momentan zeitgleich mit den Top 10. Diese Runde auch nicht gültig. Also da können wir dann erstmal weitergehen zum Chris Finn. Hier für die Affenbande unterwegs. Die 871, ein weiterer Honda. Gerade durch die Inner Loop durch hier. Ja, ist wichtig, dass man das Auto da stabil halten kann auf den Curbs. Steht ein Ferrari-Verkehr drum. Ja, damit man da den Schwung durchnehmen kann. Sehr, sehr wichtig. Pen Cooper haben wir dann hier ein Porsche. Gerade in die Box reingefahren. Momentan noch auf der 14. Dann haben wir Aaron Racer, RLE2 mit der 83 im BMW. Im M4 müsste das sein, jawohl. Auf der 15 1,5 Sekunden Rückstand. Alex Langhorst haben wir dann im Honda wieder mal. Da sind wir ja gerade schon eine Runde mitgefahren. Der fährt jetzt aber auch in die Box. Momentan reizt hier für die 16. Position mit einer 1,47,9. Dann haben wir den Herr Tape, der hier mit der Nummer 35 rumfährt. Momentan aber nicht auf einer gültigen Runde ist, 2,3 Sekunden. Nächste Position, die 16, ist schon ein ganzes Stück weg, verhältnismäßig. Also da fehlt mehr als eine halbe Sekunde. Mal gucken, ob er nächste Runde vielleicht ein bisschen was rausholen kann. Wir sehen auf der Karte, ja, hier und da doch relativ dicht zusammen die Autos. Also muss man ein bisschen gucken, dass man da freie Fahrt bekommt. Ich denke, bei 24 Autos, die wir haben, sollte das nicht allzu sehr das Problem sein. Christian Brandl haben wir dann hier mit der Nummer 91 im BMW. Ja, auch schon eine Zeit gesetzt. Eine 1,48,945 war das. Dafür, ja, momentan auf der 18. Position. Mal gucken, was da noch geht. Too low for you. Ah, okay, danke. Genau, Platz 19 haben wir stehen geblieben. Black Falcon, das ist schon ein bisschen einfacher auszusprechen, mit der Nummer 5 im AMG. 4,1 Sekunden exakt der Rückstand. Gerade, ja, nicht auf einer gültigen, wie wir sehen, denn das Auto ist nicht so ganz heil. Der hat leider einmal die Wand geküsst hier. Ja, aber besser jetzt als im Rennen, sage ich mal. Hoffen wir, dass ihm das da nicht passiert. So, der Hein hat ihn da irgendwie nachgemacht. Die 488, der Ferrari von Raven Racing. Momentan 4,6 Sekunden. Fährt aber weiter. Nee. Oh oh. Aber gut, vielleicht ist das auch dem Schaden geschuldet, dass er da nicht so eng fahren konnte. Das wird die Reko dann entscheiden. Jetzt gehen wir mal zum Plautze. Plautz?
keine Ahnung, der Porsche mit der Nummer 99 auf jeden Fall. Ja, der muss aufpassen, hier ersten Sektor vor allem, alles Vollgas aus dem Windschatten raus. Ja, wird es im Porsche schwierig werden. Da muss er vor allem in den nächsten Sektoren alles rausholen, dass er vorne bleibt oder rankommt. Je nachdem, wo er sich platzieren wird, momentan auf der 23. Marcel Arndt haben wir dann noch, der hat noch gar keine Zeit gesetzt in seinem Ferrari. Mit der 69, auch ein sehr, sehr buntes Fahrzeug hier. Mal sehen, diese Runde ist, glaube ich, nur eine Outlap gewesen. Er wird jetzt auf die erste Gezeitete gehen. Ja, und dann haben wir hoffentlich von allen zumindest schon mal eine Gezeitete. Abstände, ja, vor allem hinten etwas größer. Ansonsten bis Platz 14, 15, so haben wir gerade mal eine Sekunde. Das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus, ja, für die Rennaction. Dann zieht sich das vielleicht nicht allzu zügig auseinander. Eine Stunde fahren wir ja. Die wollen wir natürlich auch möglichst mit Rennaction füllen. Ja, wer ist jetzt gut unterwegs? Das haben wir alle einmal durch. Ja, ein paar Autos fahren heute nicht mit. Also ich glaube, so um die 30 sind ja eigentlich immer so angesetzt. Und der Markus Eisen, da mal ein bisschen zu weit rausgekommen. Der fährt jetzt aber auch in die Box rein. Damit gehen wir mal zum aktuellen Pulsetter. Das ist der Simon, der hier im Aston unterwegs ist. Ich blende mal kurz die Marken ein, dass wir kurz nochmal einen Überblick bekommen. Ja, Aston jetzt hier heute der einzige Vertreter vom Herrn Jovi. Aber ganz vorne momentan eine Hundertstel. Der Marc Wittmann ganz, ganz knapp dahinter. Ja, sonst haben wir einige Hondas. Ferraris hatte ich gesagt. BMWs haben wir auch einige. Ein AMG, ein zwei McLaren, einen Lexus und einen Porsche. Na, kriegen wir zumindest von fast allen was. So, es gibt aber wieder die Qualifying Deltas. Ja, Rosse könnte auf die 1 gehen. Mal gucken. Da fehlt auch nicht viel. Auch mal gerade 300stel. Also mal eine Kurve ein bisschen besser bekommen und zack, ist sie hier auf der 1 anscheinend. Ja gut, keine Ahnung, ich fahre den Porsche nicht. Aber das ist natürlich ein Dauerthema. Kann man sich drüber streiten. BOP eh immer so eine schwierige Sache. Irgendeiner, ja, ist immer unzufrieden. Aber das kennen wir alle, glaube ich schon. Zumindest alle, die schon länger im Simracing unterwegs sind. Heute haben wir ja, glaube ich, nur einen Porsche dabei. Da ist er auch ein Einzelkämpfer heute. So, jetzt gucken wir mal. Rosser hat sich nämlich auf die 1 gesetzt. Auch wieder nur mit 200stel Vorsprung. 1,45,8. Ja, mal gucken. Strecke steht auf optimal. Strecke 29 Grad, Luft 24. Also doch solide Bedingungen hier. Regenwahrscheinlichkeit gibt es auch. Nicht allzu hoch, aber sie ist vorhanden auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob wir in der 1 Stunde vielleicht ein bisschen Regen sehen werden. Hier im Qualifying wird es auf jeden Fall trocken bleiben. 6 Minuten aber nur noch Zeit. Und der Simon auf jeden Fall mal wieder auf absoluter Bestzeit. Und das mal gar nicht so knapp. Da gibt es auch die Lichthupe. Der will auch hier in den letzten Kurven noch alles rausholen natürlich. Aber ich denke, das sollte eigentlich passen. Auf jeden Fall hier 6, 7 Zehntel bringt er mit. Jetzt hier noch rauskommen ordentlich. Verliert nochmal ganz leicht. Wittmann erstmal auf die 1 gegangen. 45,8. Aber Jovi würde auf jeden Fall locker die erste Position übernehmen. So ist es auch. 45,3 und damit fast eine halbe Sekunde schneller als alle anderen. Aber Wittmann, wie gesagt, der kann nochmal hinterherziehen jetzt. Haben wahrscheinlich alle nochmal frische Reifen gerade geholt vor ein paar Minuten. Und gehen jetzt hier auf die nächsten Runden. 0,2 Sekunden hat er im Delta. Da gucken wir dann gleich mal, wo er so landet. So, ich glaube, den haben wir auch noch gar nicht gesehen heute. Weiß ich gar nicht. Meine nicht. Der Ralf Kmikowiak. Gibt es, glaube ich, auch zwei von dem Fahrerfeld. Genau, auf der 4 ist der Marc noch. Genau, ja. Dass ich hier alle verwechsel, muss mal kurz ein bisschen durchgucken hier. Was fährt denn hier der andere? Der fährt Honda. Gut, also Honda und BMW, das können wir auf jeden Fall dann gut unterscheiden. So, wo war er denn jetzt? War er noch gut unterwegs? Achso, ist gerade über die Ziellinie auf die 12. Position vorgerückt. Ja, wir haben noch einige grüne Deltas hier. Also Platz 11 direkt davor. Okay, der Schäfer war da vorhin schon, das war vorhin auch schon hier eingehämmert, oder? Hat da ein bisschen Probleme anscheinend, Ausgang der Inner Loop. Ah, können wir nur die Daumen drücken, dass das im Rennen sich dann irgendwie nochmal legt. Ich meine, so viel kann er jetzt auch nicht machen, außer vorsichtiger fahren vielleicht dann. Aber im Verkehr ist das da sowieso immer noch so eine andere Sache. Da siehst du halt nicht viel und weißt nicht, hast du genügend Platz oder lässt dir der Gegner genügend Platz. So, aber hier auf den etwas weiter hinten, genau,
den hinteren Plätzen. Tape und Arndt hier nochmal sehr, sehr gut unterwegs. Über eine halbe Sekunde. Da könnte man ein Stückchen nach vorne gehen hier. Moin, Kalle. Achso, Goofy, danke für dein Follow und Testdriver ebenfalls auch für deinen. Wohl war noch vor dem Stream, falls du da sein solltest. Vielen, vielen Dank. Und Sindre natürlich dir auch noch, der mich hier schon verwirrt hat, dass ich hier vielleicht auf dem falschen Server wäre. Aber nein, der will sich anscheinend Split 1 angucken. So, geht vorne noch was. Markus Eisen auf der 6. Oh, der könnte auch nochmal erste Startreihe sich hier holen. Wird für ganz vorne wohl eher nicht reichen, wenn auch nur ganz, ganz knapp. Aber der dürfte an dem Marc Wittmann vorbeigehen. Ja, das wird erste Startreihe erstmal werden. 1,5 Zehntel Rückstand auf den Simon. Dahinter jetzt keiner mit einer Verbesserung unterwegs, beziehungsweise sogar ungültig. Also der kann eigentlich recht fest damit rechnen, dass er da jetzt auch starten wird. Schröter auf der 9. Haben wir den heute schon gesehen? Ich glaube ja. Der hat nochmal ganz leicht was im Delta. Ja, vielleicht kann er sich den Maniacs nochmal holen. Deswegen gehen wir wieder nach hinten zum Herrn Tape. Der kommt nämlich gerade durch die vorletzte Kurve jetzt hier. Mal sehen, 0,4 Sekunden. Ja, da ist schon fast eine Sekunde zu Masseland auf der 19. Da wird es jetzt nur zeitentechnisch eine Verbesserung geben. Ähnlich wie beim Christian Brandl. Ich glaube, positionstechnisch wird sich hier nicht mehr allzu viel tun auf der Strecke. Jawohl, der Markus Eisen. Ja, der ist tatsächlich noch auf einer gültigen Runde. Jetzt gerade ungefähr, ja, bei der Hälfte der Strecke, würde ich mal sagen. Und wir sehen es hier, 2 Zehntel hat er im Delta. Das würde tatsächlich doch nochmal für Position 1 reichen. Also erste Startreihe, wie gesagt, sollte er sicher haben. Und vielleicht, ja, startet er dann, ich nehme an, auf der Innenbahn ist das dann wieder. Müsste fast auf jeder Strecke so sein, dass man auf der Innenbahn startet, wenn man sich auf die Pole Position qualifiziert. 0,2 Sekunden. Ja, dahinter, weiß nicht, Patrick Plöger ist auch noch gut unterwegs. Oh, da geht auch noch ein bisschen was. Platz 8, wo ist er denn? Ah, hier ist der Lexus. Ja, von der RLE bin ich jetzt nicht direkt, also mache heute das zweite Mal erst. Aber Stream tue ich auch schon seit über einem halben Jahr, glaube ich, locker. Irgendwann Anfang des Jahres habe ich angefangen. So, und Eisen sehen wir derweil gerade leider mit einer ungültigen. Also wird es jetzt hier doch nicht mit der Pole Position. Ist aber, glaube ich, noch vertragbar. Denn, wie gesagt, erste Startreihe sollte er hier sicher haben. Dann gucken wir mal Wittmann. Ja, das ist noch mitten auf einer Runde. Ja, da noch einige jetzt eine Runde auf jeden Fall anfangen können. Eine Minute haben wir ja noch. Aber das heißt, dass die meisten ihre Runde noch zu Ende fahren. Die 77 kommt jetzt noch immer über die Linie. Mal gucken, dahinter kommen noch 2, 3 Autos, die es schaffen sollten. Also schauen wir mal, was sich so tut. Einige sind auch schon in der Box. Eisen jetzt rein, Rosse ist drin. Mikowiak auf der 6 ist drin, Hofmann ist drin. Ja, hinten tut sie wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel. Gucken, Brandl ist da noch unterwegs. Und der Marvin Heinen. Hier der Ferrari, passend mit der Startnummer. Ja, da liegt bestimmt noch ordentlich was auf der Strecke. Wir sehen es jetzt hier Ende ersten Sektor hat er schon mal wieder eine Sekunde. Also da schien irgendwas nicht zu passen in seiner letzten gezeiteten Runde. Oder hatte vielleicht auch Verkehr. Man weiß es ja nicht. Manchmal hat man ja auch irgendwie immer Pech. Oder manchen Qualifying ist irgendwie Pech, dass da immer einer vor einem fährt. Aber jetzt hat er erstmal auf jeden Fall etwas Luft nach vorne. Vor ihm hat er noch 2 Autos. Einer davon allerdings auf einer ungültigen. Der wird dann wahrscheinlich noch reinfahren. 10 Sekunden sind es ja nur noch. Ich mache hauptsächlich LFM und dann noch SEC einmal im Monat und RDC hin und wieder. Bei Hove mache ich und keine Ahnung, schon noch bei ein, zwei anderen. So, Heinen, wen haben wir jetzt vorne noch? Den Hoshi Blume. Wittmann 1, Jovi 2, Eisen 3, Rosse 4. Mal gucken, bei Blume könnte auch nochmal was in Richtung zweite Startreihe gehen. Ah, hier habe ich es schon eingangs erwähnt. Kleiner Quersteher hier an der Stelle. Irgendwie wird da der Grip auf der Hinterachse gern mal etwas gering. Ansonsten, glaube ich, auf der Strecke hat man doch ganz guten Grip. Da sind ja viele Kurven auch nach innen geneigt, auch hier am Ende. Da kann man doch sehr, sehr zügig durchfahren. 0,3 Sekunden bringt er nochmal mit und damit geht's in die zweite Startreihe. So, jetzt fehlen, glaube ich, nicht mehr viele. Und ja, die noch unterwegs sind, dürften auch nicht mehr auf einer Verbesserung unterwegs sein. Können wir eigentlich davon ausgehen, dass der Wittmann vorne starten wird.
ist dann jetzt noch unterwegs. Plöger, der wird wahrscheinlich jetzt auch nur noch in die Box reinfahren. Kein grünes Delta mehr. Da kann er jetzt nochmal einmal üben, hier rechts zu bleiben für die Boxeneinfahrt. Jawohl, das sieht gut aus. Aber gucken. Ist angedacht, dass man hier vielleicht ein bisschen blinkt. Rechts, wenn man reinfährt, damit der Hintermann das weiß, dass man da jetzt auf der Innenseite bleibt. Und da muss man natürlich auch ein bisschen langsamer fahren. So, das war's dann auch schon. Siehst du, so schnell sind 20 Minuten vorbei. Startausstellung haben wir jetzt hier schon. 5 Minuten haben wir noch, ganz in Ruhe hier. So, das heißt, ich stelle einmal alles fürs Rennen ein. Einen Boxenstopp brauchen wir. Reifenwechsel ist optional. 1 Liter nachtanken muss man auf jeden Fall. Und soweit ich weiß, haben wir 25 Sekunden auf jeden Fall Standzeit. Da brauchen wir die Marken. Die Race Gaps bräuchten wir, das wäre super. Ja, Strecke jetzt tatsächlich gerade nur auf schnell. Mal gucken, ob das noch umspringt. Aber ich denke, das wird relativ früh, wenn dann im Rennen spätestens, auf optimal gehen. 31 Grad Strecke, 25 Luft, Regen ist auch nicht angesagt. Und wir schauen uns jetzt mal die Startausstellung an. Marc Wittmann haben wir also hier im Ferrari. Der nächste tatsächlich erst auf der 14. Also hier vorne erstmal relativ alleine, markentechnisch auf jeden Fall. Marc Wittmann haben wir mit der 95 Ferrari auf der ersten Position. Und wie vermutet, auf der Innenseite. Mal sehen, hier der Aston Martin, der auch ein bisschen mehr Power bekommen hat. Ja, weiß ich nicht, ob er da schon angreifen kann. Dann der Simon Jovi auf der zweiten Position. Das ist tatsächlich der einzige Aston Martin heute auf der Strecke. Markus Eisen haben wir dann auf der 3. Ein Audi, auch der, ja, ich wollte gerade sagen der einzige, aber auf der 15 haben wir ja noch einen. Aber auf der dritten Position, zweite Startreihe. Hier, mit der 18, genau. Hoshi Blume, die 77, haben wir im Honda, also 4 Marken auf den ersten 4 Plätzen. Da haben wir den Hoshi Blume auf der 4. Auf der 5 haben wir Steffen Rosse, 274, er ist Sim Racing. Ein weiterer Honda und der dritte Honda im Bunde auf der 6, der Marc Mikowiak, R&M Racing. Dann gehen wir zu 133, das ist der einzige Lexus heute, Patrick Plöger. Der startet nämlich von der 7. Position. Ich habe die Abstände gar nicht ganz genau geguckt, aber ich glaube die ersten 14, 15 waren glaube ich so innerhalb von einer Sekunde. Naja, schauen wir gleich mal. Thorsten Hofmann haben wir auf jeden Fall hier auf der 8. Position. Der bestplatzierte McLaren, der nächste ist aber auch nicht so weit weg, hat hier die 74. Dann auf der 9 haben wir den Maniacs, The Dude Brothers, im bestplatzierten BMW auf der 9. Dann kommen wir zum Patrick Schröter, er ist im Racing. 300, ja, sieht da ein bisschen weiter vorne, paar Meter. Er ist hier der vierte sozusagen, zwei Folgen nachher noch. Er startet auf jeden Fall auch noch in den Top 10. Aaron Racer haben wir dann im zweiten BMW M4 auf der 11. Position RLE2. Mit der 57 unterwegs ist der zartblaue, babyblaue McLaren von Ralf Schäfer, den wir ja leider jetzt zweimal ein Bild hatten, wo er in der Wand war. Wie gesagt, hoffen wir mal, dass das ihn im Rennen jetzt nicht ereilen wird, das Schicksal. Auf Position 13, da haben wir dann den Ralf Mikowiak im BMW M4. Sven Siegenthaler haben wir in einem schwarzen Ferrari. Sweet sein Team hier mit der 776. Auf Position 15 haben wir Christian Buddy. Too low for you, haben wir jetzt gelernt, heißt das, mit der 939. Das ist, wie gesagt, der zweite Audi heute auf der Strecke. Pen Cooper haben wir dann im einzigen, nee, nicht im einzigen, habe ich mich vorhin verguckt. Einer von zwei Porsche tatsächlich. Weiß nicht, haben wir den übersehen. Ja, mit der Nummer 21 auf Platz 16. Gefolgt von zwei Hondas. Einer von besetzt der Chris Finn. Affenbande 871 von der 17. Und von der 18 haben wir Alex Langhorst. Er ist Sim Racing. Der hier, ja, mal gucken. Oder mal guckt, dass er hier vielleicht ein bisschen nach vorne kommt. Weiß nicht, ob er da zufrieden ist mit der Position. Dann kommen wir hier zum einem... Oder zu dem bunten Ferrari auf der Strecke, Marcel Arndt mit der 69, den können wir ganz gut erkennen. Dann haben wir den Herrn Tape im M4 auf der 20. Position mit der 35. Christian Brandl ebenfalls im M4 unterwegs mit der 91, genau, von der 21 startet er. Philipp Apeltauer haben wir dann im einzigen AMG heute mit der Nummer 5, Black Falcon von der 22. Dahinter nochmal der Ferrari von Marvin Heinen, Raven Racing, 488 von der 23. Position. Und der
Plauze von der 24, das ist der zweite Porsche, der zumindest erstmal keinen direkt hinter sich, also für ihn kannst du nach vorne gehen. Mal sehen, was so geht, weiß nicht, was er sich vielleicht als Ziel gesetzt hat, macht sich hier gerade auch bereit, wir sehen, wie sich das Auto bewegt, haben jetzt noch ja, gute 20 Sekunden, bis es dann in die volle Einführungsrunde geht. Kann man nochmal gucken, dass man die Reifendrücke, ja, das heißt, man kriegt sie ja nicht richtig hoch, aber guckt, dass man sie nicht total in den Keller sausen lässt sozusagen. Kann man ein bisschen die Bremse schleifen lassen zum Beispiel. Und ja, dann gucken wir mal. Ersten ein, zwei Runden muss man eh mal ein bisschen vorsichtig sein. Der Grip ist noch nicht da. Man muss ihn noch mal ein bisschen finden. Und ich denke, Kurve 1 direkt wird noch nicht das größte Problem sein. Wird vor allem die Inner Loop sein. Die Schikane am Ende des, oder Anfang des zweiten Sektors, muss man ja sogar sagen. Können wir auf die Karte mal schauen, sehen wir das. Ja, vor allem in der ersten Runde, wenn noch mal Side by Side gefahren wird, ob man sich da einig wird. Denn der Curb, oder den Curb kann man da gut mitnehmen in der Schikane. Muss man ja auch, wie gesagt. Aber manche Autos werden da doch ein bisschen unruhig. Und dann berührst du den neben dir und dann wird es doch ein bisschen, ja, schwierig zum Teil. Vor allem auch für die hinterherfahrenden Autos, ob die dann auch alle vorbeikommen. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass Augen vielleicht so zwei, drei Startreihen vor sich haben. Und ja, gucken, was passiert da, damit man da rechtzeitig reagieren kann. Wie gesagt, eine Stunde haben wir Zeit. Also ein bisschen Ruhe kann man walten lassen. Jetzt nicht wie beim Endurance. Aber man muss ja auch nicht gleich in der ersten Runde, zweiten Runde alles rausholen. Vielleicht erstmal zusehen, dass man hier die Reifen ins Betriebsfenster bekommt. Schaut erstmal, wo man sich hier einreihen kann. Erstmal einen Rhythmus finden. Und dann kann man mal ein bisschen einschätzen, wo kann ich den Vordermann überholen. Wo hat er vielleicht seine Schwächen. Oder muss ich eher nach hinten gucken. Wo wird der Gegner hinter mir gefährlich. So, hier sehen wir die Schikane. Ja, je nach Kameraperspektive, hier sieht man die Barriere. Die ist übrigens knallhart, da kann man nicht durchfahren. Aus der anderen Perspektive hat man die gar nicht gesehen. Also wer da gerade ausgeht, der ja, hat sehr, sehr schlechte Karten, was sein Auto angeht. Das ist dann Richtung Totalschaden, würde ich mal sagen. Also ganz, ganz heikle Stelle. So, hier wird vor allem ja, das linke Rad oder die linken Räder, vorne links vor allem, oder ja, beide linken Räder kann man sagen, ordentlich beansprucht in dieser langgezogenen Rechtskurve. Dann geht es ja, wie gesagt, hier den Berg runter. Wir sehen auch ein bisschen Zickzack-Gefahre. Wie viel das bringt, ja, kann man drüber streiten. Auf jeden Fall hier ein später Apex. Manche kommen hier ein bisschen besser raus. Setzt man sich auch hier mal auf dieser kurzen Geraden daneben. Und dann geht es hier auf diese Rechtskurve zu dem Berg hoch. Ich denke, da werden wir auch den ein oder anderen Angriff sehen, denn wenn man hier ein bisschen zu weit außen ist, dann ja, kriegt man die Kurve im wahrsten Sinne des Wortes nicht so richtig. Dann rutscht man hier mal ein bisschen nach links raus und dann die hinterherfahrenden Fahrzeuge, die stechen dann mal gerne auf die Innenseite. Und dann geht es hier side by side über diese Kuppe rüber, die Boot Straight. Aber das werden wir alles gleich mal uns anschauen in Ruhe, mehr oder weniger in Ruhe. Ersten Runden werden immer sehr hektisch sein, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie das nach 10, 15 Minuten ist, wenn sich das alles ein bisschen gesetzt hat, was wir da an Gruppen haben werden. Einen Boxenstopp haben wir ja, wie gesagt. Und ja, wenn man eine Gruppe vor dem Boxenstopp hat, ganz oft ist es so, dass sich ein Teil der Gruppe zumindest wiederfindet nach den Boxenstopps. Je nachdem, wie lange man gestanden hat, muss man vielleicht auch mal reparieren oder so. Oder man hat die Boxenplatz sich richtig getroffen und steht nochmal 2-3 Sekunden länger. Ja, Fragen oder Fragen, die wir uns jedes Mal stellen. Jedes Mal eine andere Antwort. So, jetzt geht's hier in die Formation, wollte ich schon sagen. Und ich trinke nochmal einen Schluck. So, schon mal nachkippen. Und dann ja, sind wir gut vorbereitet, denke ich, heute fürs erste Rennen bei der RLE Watkins Glen. Nächste Woche geht es nach Kialami, 90 Minuten übrigens dann. Da haben wir nochmal ein bisschen mehr Renn-Action. So, wir sind mal auf Platz 3 drauf, Markus Eisen, weil vorne meistens wird sich der Erste da durchsetzen, außer er verpasst den Start. Jetzt geht's hier los, Ferrari auf der Innenseite und der Audi kommt naturgemäß richtig gut weg. Setzt sich gleich mal auf die Innenseite, geht hier einfach mal an den ersten beiden vorbei. Der Aston gar nicht weggekommen, ist auch nicht so unbedingt seine Stärke, aber Eisen gleich mal vorne weggefahren hier. Wittmann kann zumindest mal die zweite Position halten. Blum hat auch eine gewonnen, Grosse hat auch eine gewonnen. Ja, Hofmann hier im McLaren, der ist auch einen weiter nach vorne gekommen. Jetzt hier Side-by-Side mit dem
Ja, Aston eben noch. Musste da ein bisschen aufpassen, ein bisschen lupfen anscheinend. Ein, zwei Autos gehen jetzt hier noch vorbei. Davor schon eine kleine Lücke tatsächlich zu den ersten Positionen. Und da gibt es die Berührung mit dem Aston und dem BMW. Der BMW kommt aber wieder auf die Strecke zurück. Und jetzt gehen die hier zu zweit rein. Der Aston, na, guckt ein bisschen. Der BMW muss gerade ausgehen. Dahinter gibt es eine leichte Berührung. Aston und der McLaren von Hofmann und Plöger waren das, glaube ich, haben sich da wohl berührt. Aber beide können weiterfahren. Wir gehen mal nach hinten. Oh, da wird der AMG mal ordentlich, ja, weil so abgeschossen wurde, das Auto verloren hat. Der Apel Tower, da gehen wir mal kurz 10 Sekunden zurück. Ah, ne, der Ferrari neben ihm hat, glaube ich, ein bisschen das Heck verloren und ist dann hier in den AMG reingekracht. Da kommt noch ein BMW an, der auch schon ordentlich demoliert aussieht. So, Plöger. Na, wo ist er denn? Auch irgendwie hier gedreht, irgendwie ein Unfall verwickelt. Cooper hat auch noch eine Anzeige, dass es eine Berührung gab. Vielleicht haben die beiden sich da ja irgendwo ins Gehege bekommen. Also 1, 2, 3 Unfälle haben wir leider jetzt schon gesehen. Wir gucken mal kurz. So, Wittmann inzwischen schon wieder auf der 1, wie immer er das gemacht hat hier. Eisen jetzt doch in Anführungsstrichen nur noch auf der 2. Der hat einen super Start hier. Das ist aber die Stärke des Audis. Aber war schon krass, wie er da die ersten beiden einfach hat stehen lassen. Hier vorne hat es sich auf jeden Fall erstmal geordnet. Wir sehen es hier, Blume, Rosse, Kmikowiak, Schröter, Racer sind hier die ersten 7. Dann haben wir, wollte gerade sagen, eine etwas kleinere Lücke auf der 8. Ja, 2 Sekunden haben wir hier nämlich den Aston. Ja, der wird sich ärgern, glaube ich. 6 Positionen hat er hier gleich mal verloren. Ja, und die nächsten könnten hier gleich schon mal ja, noch vorbeigehen. Hier sehen wir, der Buddy ist vorbeigegangen. Kurve 1. Da musste der Aston leicht aufpassen. Wir gehen mal Buddy jetzt mal hinten rein. Und da kommt der nächste an. Maniacs geht hier am Aston vorbei. Und ich glaube, wir können sagen, mal abgesehen von denen, die einen Unfall hatten, ist der Joby hier Verlierer der Startphase und Rosse mit einer gelben Flagge irgendwo. Und Schröter mit einer gelben Flagge. Ach du meine Güte, was ist denn da passiert? Ah, da müssen wir auch mal zurück. Oh, da dreht's. Oh Gott. Da ist der McLaren auch noch richtig abgehoben. Gefühlt das halbe Feld hier gerade in den Start und wenn verwickelt, da verliert ein Honda das Auto. Das ist aber noch nicht das Problem gewesen. Und hier Honda geht hier gegen den anderen Honda. Kommt jetzt hier quer. Oh, ein BMW kann nicht mehr ausweichen. Dreht sich. Dann müsste noch ein McLaren kommen. Oh, und der Aston. Eieiei. Das haben wir jetzt gar nicht alles mitbekommen, aber da gefühlt 10, 12 Autos haben jetzt in den ersten Runden ordentlich Schaden mitgenommen. Im Mittelfeld auf jeden Fall. Er hat sich zurück teleportiert. Ja, müsste Hofmann, glaube ich, gewesen sein, der da auch mal richtig reingerauscht ist. Ja, wir sehen es hier, Auto gar nicht mehr fahrbar hier. Selbst er rollt hier um die Rechtskurve rum. Und ja, geht wohl nicht weiter. Wird sich jetzt in die Box teleportieren, hätte ich fast gesagt. Na, er versucht es nochmal. Eieiei, das ist ja ein guter Saisonauftakt hier. Also die Laune dürfte bei geschätzter Hälfte des Feldes gerade deutlich im Keller sein. Ja, dann gucken wir mal. Hat sich jetzt ordentlich ausgedünnt. Wir sehen es auf der Karte, wie viele da in der Box sind. Ich weiß gar nicht, ob die noch weiterfahren dürfen, jetzt wenn die teleportet sind. Aber ich fürchte fast, dass wir jetzt hier einige Autos verloren haben. Zumindest werden die jetzt erstmal nicht mehr ins Renngeschehen eingreifen. Ja, dann gucken wir mal. Restliches Feld. Was haben wir dann jetzt hier noch im Angebot? Hoffentlich haben wir noch ein paar Autos, die hier kämpfen können. Der Porsche geht jetzt hier rein. Okay. Ah, hier 3 wide und der Aston auch wieder mittendrin. Platz 9 zumindest mal wieder. Dürfte da auch ordentlich profitiert haben. Ich weiß gar nicht, oder war der da auch reingefahren? Das sah im Replay so ein bisschen aus. Ja, doch, ist reingefahren. Also, denke mal, der wird auch relativ zügig in die Box fahren müssen. BMW geht vorbei, da hinten ist der McLaren von, na wo ist er jetzt, Schäfer. Ja, der hat 2 Positionen jetzt gewonnen. So, jetzt gucken wir mal, Inner Loop. Immer wenn wir ihn Inner Loop erwischt haben, hat er das Auto leider in die Wand geschmissen. Aber wir sehen, er kann es auch ohne. Hier kommt er wunderbar durch. So, jetzt gehen wir nach vorne, denn Platz 1 tatsächlich umkämpft jetzt hier. 5 Minuten haben wir rum. Und ja, leider viele, viele, zum Teil sehr schwere Unfälle gesehen. Wir gucken jetzt mal, was geht hier vorne. Die haben sich schon leicht absetzen können von Position 3. Die sind da ja noch nicht so ganz im Zweikampf. 1,3 Sekunden. Dahinter haben wir wieder 3 Sekunden Abstände zu einer Dreiergruppe. Hofmann, Cooper sind jetzt in der Box. Und Plauze mit einer gelben Flagge. Na, wo steht der denn jetzt wieder? Tolle Kamera. Gehen wir mal 20 Sekunden zurück. Sieht aber eher nach Eigenverschulden aus, würde ich sagen. Kein Auto da weit und breit in der Nähe. Was ist da passiert? Heck bekommen wahrscheinlich. Ah, und dagegen Pendler. Und dann stehst du da, mitten am Apex. Ja, zumindest kriegt das Auto halbwegs wieder gedreht, dass er recht zügig weiterfahren kann.
So, gehen wir zum Christian Buddy. 9 Positionen hat er gewonnen. Für den läuft es ganz gut. Scheint auch so, dass er keinen Schaden hat. Können wir zumindest mal von außen nicht ausmachen. Also da läuft es auf jeden Fall. Platz 6. Platz 5 hat er da unten vor sich. Der Honda von Steffen Rosse. Allerdings auch ein M4. Und Maniacs. Gucken, ob der jetzt sich hier ein bisschen ransaugen kann an den Audi. Na, wahrscheinlich eher nicht. Audi auch topspeed-technisch nicht schlecht ausgestattet. Na, da wird nichts. Noch zu weit weg hier. Wir gehen mal zu Platz 9. Da sieht schon ein bisschen enger aus. Oh, falsches Auto. Ja, da ist er, der Siegenthaler im Ferrari. Geht hier schon auf der Innenseite Richtung Schikane. BMW hält sich zurück. Hofft vielleicht, dass er hier mit mehr Schwung durchkommt. Dass der Vordermann vielleicht einen kleinen Fehler macht. Ja, macht er aber nicht, dem Gefallen. Also Siegenthaler bleibt erstmal auf Position 8. 0,3, 0,4 Sekunden. Das engste Duell hier gerade auf der Strecke. Ja, beziehungsweise Christian Bardet steht jetzt hier doch gehörig unter Druck. Konnte auch so ein bisschen auf den Honda, glaube ich, aufholen. 1-2 Meter gefühlt. Ja, wir gehen beim Maniacs vielleicht mal rein. Oh, da gab es ein Überholmanöver. Da gehen wir kurz zurück. Jetzt ist der BMW vorbeigekommen. Da siehst du in der Linkskurve danach, wo wir gerade weggeschaltet haben, hat sich Mikowiak an Siegenthaler vorbeigedrückt. Jawohl, und behauptet hier die Position. So, hier sieht es gerade eng. Oh, spät reingebremst hier auf die Innenseite. Buddy hat aber auch gut mitgemacht hier. Leicht das Heck gekommen. Hat aber nicht zugezogen, sondern die Tür leicht aufgelassen. Hat es gesehen, dass der Maniacs da reingezogen ist und geht jetzt hier vorbei. Kommt sehr weit raus. Das könnte vielleicht sogar einen Cut gegeben haben. Also DTs sind hier durchaus auch üblich an der einen oder anderen Stelle. Ja, weiter hinten. Ja, sind jetzt soweit weitergefahren. Schröter steht noch in der Box. Ich glaube, 2 Autos sind vom Server runter. Da ging es wohl gar nicht mehr weiter. Damit haben wir noch 22 Boliden jetzt auf der Strecke für die letzten 52 Minuten. Das Rennen sehr, sehr jung. Aber schon einiges passiert, wenn auch leider, ja, eher negativ, muss man leider sagen. Aber dafür haben wir die beiden hier im Zweikampf. Aber wir müssen kurz nach vorne. Die sind nämlich auch im Zweikampf unterwegs, immer noch. Wittmann, der mal kurzzeitig die Führung verloren hat, hat die sich wieder geholt. Und der Hoshi hängt ihm aber direkt im Nacken. Na, guck mal, Markus Eisen da hinten, sehen wir ihn ganz klein, der Audi, der da vielleicht auch nochmal ranfahren kann. Wenn die beiden sich hier mal ein bisschen ins Gehege kommen, hat er ganz gute Chancen. 3 Sekunden ist hier momentan aber der Abstand. Also müssen wir mal im Auge behalten, was die Pace so sagt. Letzte Runde war Markus Eisen auf jeden Fall schneller. 46,1, der Hoshi Blume 46,6 und Wittmann ebenfalls 46,6. Schnellste Runde hat der Marc Wittmann übrigens noch mit einer 46,1. So, der Porsche steht hier schon wieder. Ja, ich weiß nicht, ob der irgendwie... Ja, jetzt hat er spätestens Schaden. Ja, das ist, ja, Sektor 1, da kommt erstmal keiner. Also kann hier ganz in Ruhe wieder die Fahrt aufnehmen. Aber für ihn, ja, Rennen läuft nicht so gut, auch wenn er 8 Positionen gewonnen hat. Aber mit so einem kaputten Auto macht es natürlich auch keinen Spaß. Fährt ja auch gerade sehr, sehr einsam in der Gegend herum. So, ich gebe euch mal die Position Deltas. Da dürfen wir relativ viel Grün sehen, weil die, die verloren haben, sind ganz hinten oder vom Server runter. Oh, und Hoshi Blume mit der schnellsten Runde. 46,120. Nochmal 300stel schneller. Nicht viel, aber immerhin schneller als der Marc Wittmann vor ihm. Gut, hat auch ein bisschen Windschatten. Vielleicht lag es auch daran. Ja, aber die setzen sich leicht ab. 3,5 Sekunden zu Platz 3. Jetzt gehen wir mal kurz zu Chris Finn rüber. Der will sich nämlich gerade in Siegenthaler vorknöpfen. 0,3 Sekunden ist er dran. Wir sehen es hier. 7 Plätze hat er gewonnen. Ja, viele, viele Gewinner. Wie gesagt, die Verlierer eher hinten. Der Aston Martin, glaube ich, war das hier. Genau, auf der 12 tatsächlich nur. Für den ging es auch ordentlich nach hinten. Aber jetzt haben wir uns geordnet. Ja, gruppentechnisch haben wir... Ja, auf der Karte sehen wir es. Hier so eine Gruppe. Bisschen weiter davor, nächste Kurve, eine Gruppe. Und vorne haben wir die beiden Streithähne, die jetzt 0,7 Sekunden auseinander sind. 3 und 4 könnte mal spannend werden. 5 und 6 scheint gerade auch zu spannend zu werden. Der Maniacs ist sehr, sehr gut unterwegs. Den Buddy hat er sich schon schnappen können. Und ja, den Honda wird er sich jetzt hier auch vorknöpfen. Wir sehen schon, bleibt auf jeden Fall mindestens mal dran. Wir gehen beim Rosse mal rein. Katzwerk, danke für dein Raid. Herzlich willkommen alle. Kommt hier passend
ja, zum Zweikampf hier um Platz, wo sind wir? 5 und 6. Ja, da hat es noch nicht so ganz gereicht. Aber ich glaube, das ist eher eine Frage der Zeit, bis der BMW vorbeigeht. Und hier auch wieder auf die Innenseite. Das hat aber Buddy auch schon gemacht, der Maniacs. Oh, und da geht der Honda etwas weit nochmal in die Wand rein. Mal gucken, ob Buddy das ausnutzen kann. Ah, der Honda hat noch genügend Schwung, dass Buddy da jetzt nicht einfach vorbeiziehen kann. Der BMW ist aber auf jeden Fall mal eine Position nach vorne gerückt. Jetzt auf Position 5. Ah, wir sehen, Buddy müsste jetzt eigentlich auch vorbeikommen. Honda scheint da jetzt auch nicht mehr ganz gut unterwegs zu sein. Ja, das macht allerdings Sinn. Ja, leider sehr, sehr schade. Also wie gesagt, zwei Autos gar nicht mehr dabei. Schröter, der steht in der Box. Und alle anderen fahren zumindest irgendwie mal weiter, wenn auch mit ordentlich Rückstand. So, jetzt geht Buddy vorbei, wo ist er? Ach, da ist er schon vorbei, genau. Genau, Rossi jetzt auf der siebten Position. Zwei hat er hier verloren. So, da ist der Porsche in der Box. Das war irgendwie auch halbwegs abzusehen nach seinen zwei Drehern. Ja, Wittmann haben wir auf der 1. Blume hängt ihm immer noch im Genick. Abstand zur 3 bleibt bei 3. So, der Marc. Ah, weiß ich nicht, ob er jetzt da rankommt. Letzte Zeit war nahezu identisch mit dem Eisen vor ihm. Maniacs, der hat hier ja schon wieder ein paar Positionen gewinnen können, haben wir gerade gesehen. 6 Sekunden hat erstmal vor sich Luft. Mal sehen, wie sich der Abstand so entwickeln wird. Aber hier haben wir vielleicht den Zweikampf. Der BMW gegen Rosse, der wie gesagt wahrscheinlich nicht mehr aus den Vollen schöpfen kann. Hier sehen wir auch, dass der BMW auf der Innenseite, ja, sehr relativ problemlos vorbeikommt. Na, rübergehen kann er noch nicht, aber er dürfte hier in der Hellkurve, wie sie heißt, vorbei sein. Jawohl. Die 28 auch schon mit 6 Positionen, die es nach vorne ging. Dann haben wir Siegenthaler, der bringt noch ein paar mehr Autos mit. Da schauen wir mal hinten raus. Da sehen wir nämlich 1, 2, 3 Autos direkt. Wittmann hat sich derweil mal die schnellste Runde geholt wieder. 45,970. Müsste so ziemlich die erste 45er sein, die wir heute im Rennbetrieb sehen. Ja, dann gucken wir mal, ob der Chris Finder jetzt mal angreifen kann. Ralf Schäfer noch dahinter. Und hier der Aston Martin, der auch schon leicht beschädigt ist. Dahinter der Porsche dürfte keine direkte Position sein. Gucken, ob ich den hier eingefangen bekomme. Genau, das ist der Pen Cooper. Der war auch schon in der Box. Gezwungenermaßen wahrscheinlich. Der muss sich jetzt hier leider überrunden lassen. So, Rosse jetzt in der Box, nachdem er da in die Wand rein. Und Chris Finn greift jetzt Siegenthaler an. Ja, hier Innenseite. Richtung Schikane ist er schon vorbei. Jetzt muss er mal gucken. Gibt es da noch die Gegenwehr vom Ferrari? Nein, er geht sogar auf die Rennlinie zurück. Und damit gewinnt auch er einen Platz, damit schon 9 Positionen gewonnen. Also gehört hier absolut zu den Gewinnern. Aber eine Dreiviertelstunde ist noch, das muss er auch noch über die Bühne bringen. Und der Druck von hinten, ja, ist momentan zumindest noch vorhanden. Wer weiß, ob Siegenthaler nochmal angreift. Und ja, sonst haben wir noch den Ralf Schäfer dahinter. Der ist da ja auch schon direkt dran. Oh, Plautze war das, glaube ich. Und Langhorst steht hier auch. Weiß nicht, ob es da einen Unfall gab und vorne ist irgendwas passiert. Eieiei. Das haben wir hier Eisen und Kowiak. Da geht es nochmal ums Podium. Audi gegen Honda. Side by Side Richtung Hell. Ah. Ja. Audi eingelenkt. Da war der Honda irgendwie noch. Und dann hat es ihn da weggedreht. Der Honda steht da jetzt auch mit der Haube zur Wand. Ist jetzt auch ordentlich zurückgereicht worden. Aber immer noch nicht los. Jetzt fährt er los auf der 11. Position. Tape kommt da jetzt auch noch irgendwo. Da unten am Bildrand sehen wir ihn. Ah, scheint aber auch schon demoliert zu sein. Ja, ah, da wird sich Marc auch super ärgern, glaube ich. 11. Position, da wäre sehr viel mehr drin gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, was da alles passiert ist in den ersten zwei Runden. Also einer kam quer, dann hat sich der nächste gedreht, dann kam die von hinten noch an. Also war sehr, sehr wild. Ja, wurde gut aussortiert hier. Also 8 und 9 haben wir jetzt hier, aber wir gehen wieder nach vorne. Denn da wird es gerade ja sehr, sehr gemütlich für die beiden. Durch den Unfall hinter sich haben die jetzt 13,5 Sekunden Vorsprung. Die haben also beide alles selbst in der Hand, hier den Sieg unter sich auszumachen.
Nach vorne haben die erstmal auch ein bisschen Platz. Die 74 fährt noch vor ihnen. Das ist, wer ist das? Bin ich blind? 74. Ach da, der Thorsten Hofmann ist das auf der 20. Position. Der ist nämlich gerade in der vorletzten Kurve. Aber sonst haben die erstmal ganz, ganz viel Luft nach vorne und auch nach hinten. Das heißt, die können sich schön auf sich selber konzentrieren. Also, vorne ist es sehr spannend. 3 und 4 ist es auch recht spannend. Der Maniacs hat natürlich hier profitiert von dem Unfall eben. Ist jetzt auf der 4. Position und jetzt auf die 3. vorgegangen. Der Eisen, da gehen wir kurz zurück. Hat hier offenbar das Auto nicht ganz um die Kurve bekommen. Aber ich weiß, ob er ihn vorbeigelassen hat vielleicht sogar. Mal gucken, ob er jetzt in die Box fährt. Nee. Ja, vielleicht geht da auch nicht mal alles. Obwohl, ich glaube, der Kontakt war jetzt nicht so groß, als dass man da jetzt große Einbußen hinnehmen müsste. Ja, aber der Maniacs auf jeden Fall ganz happy, denke ich. Zwei hat er mindestens mal überholen können, hatten wir auf jeden Fall mal im Bild. Und den dritten, ja, hat er gerade eben mal so geschenkt bekommen. Und Blume geht hier gerade vorbei aus dem Windschatten raus. Da gehen wir natürlich auch nochmal ins Replay rein. Gucken nochmal hier aus der Eckperspektive. Der Honda, ja, saugt sich hier ran im Windschatten. Hier erstmal noch ein bisschen auf der Außenseite, aber hat mehr Geschwindigkeit, wie gesagt. Hier sehen wir es, jetzt sind sie hier nebeneinander. Und der Honda denkt sich, jetzt habe ich die Nase vorne, jetzt gehe ich hier als erstes rein. Und der Ferrari, ja, wehrt sich auch nicht eklatant. Will da auf jeden Fall sicher gehen, dass es zu keiner Kollision kommt. Hat ja noch zwei Drittel des Rennens vor sich. Also kann er sich erstmal ranhängen und gucken, ob er dann irgendwo wieder kontern kann. Hier zum Beispiel. Jetzt ist er wieder auf der Innenseite daneben, so gut wie, würde ich sagen. Ja, geht aber nochmal dahinter. Also spannender Zweikampf hier vorne. Guck kurz mal hier kurz. Maniacs, mal gucken, ob er den Eisen abgeschüttelt bekommt. Momentan scheint es so, dass der da aber ganz gut mithalten kann. So, oh, jetzt schon wieder gekracht. Und von den Farben her würde ich fast sagen, dass das da Teamkollegen sind. Da vorne ist nämlich der Porsche, der Plauze. Der hat wahrscheinlich das Auto hier verloren. Gucken wir mal unten am Bildrand. Da ist noch alles in Ordnung. Ah, verliert das Auto und BMW kann nicht mehr wirklich ausweichen. Geht da voll auf die Bremse. Mehr kann aber auch nicht tun. Der Ferrari von... geht er hier auch noch weit. Welcher ist das? Der Arndt. Gut, war eh Platz 17, der hat sich nur zurückgerundet sozusagen. Ah, jetzt ging es hier auch nochmal an die Wand rein. Patrick Plöger würde sich sagen, Dankeschön. Ich mit meinem kaputten Lexus. Lexus gewinnt zumindest mal eine Position wieder, wenn es ohnehin schon 4 insgesamt nach hinten geht. Aber ich denke mal, in den nächsten 10 Minuten wird er reinkommen hier. 72 mit einer DT. Okay, danke. Alex Langhorst ist das hier. So, was ist denn hier passiert? Der Eisen ist schon wieder am BMW vorbeigegangen. Gehen wir mal auf den BMW rauf. Oh, das ist auch aber sehr weit rausgekommen. Vielleicht auf Kosten eines Cuts hat er jetzt hier die Geschwindigkeit mitgenommen. Innenseite erstmal für den Berg hoch. Hier, oh, puh. Der BMW da ein bisschen viel auf dem Gras. Also das wird dann auch sehr ungemütlich. Verliert auf jeden Fall Geschwindigkeit. Zum Glück nicht das Auto. Aber Maniacs damit wieder, ja, doch mal eine Position nach hinten gerückt. Auf der 5 haben wir den Christian Buddy. Was haben wir hier? Eisen verliert jetzt wieder die Position. Also die beiden, da ging es auch richtig in die Wand jetzt rein. Da auf der Innenseite geht der BMW vorbei. Aber die beiden tauschen gerade hier ja alle 3 Kurven irgendwie die Position. Aber ich schätze, mit dem Schaden hat es sich erstmal erledigt. So, hier vorne hat sich auf jeden Fall noch gar nichts erledigt. Porsche auf jeden Fall hält sich erstmal auf der ersten Position. Wittmann schaut sich das da in Ruhe an. Da können wir eigentlich auch mal reingehen. Und da rechts, glaube ich, haben wir gerade die 72 gesehen, die reingefahren ist. Zur Durchfahrtsstrafe nehme ich mal an. Ja, versucht das jetzt hier, sich daneben zu bremsen. Nee, geduldig, geht wieder dahinter. Hätte man auch probieren können, vielleicht auf der Innenseite daneben zu gehen. Geht aber auch hier wieder auf Nummer sicher. Die 15 kriegt nochmal 15 Sekunden. Okay. Das ist der Heinen. So, Eisen geht jetzt in die Box rein. Ja, war abzusehen, nachdem er da in der Linkskurve doch offenbar recht rabiat in die Wand gefahren ist. Jawohl, DT jetzt abgegolten. So, gehen wir hin.
Vorne, wie gesagt, da ist recht spannend. Hier haben wir 2 Sekunden Abstand zwischen Buddy und Mikrobiak. 4 und 5. Aber tatsächlich das spannendste Duell hier vorne. Da hinten ist auch der Aston Martin auf der 12. Position. Der war schon in der Box. Deswegen ist er hier gerade eine Runde zurück. Da sind einige in der Box. Also die Hälfte des Feldes war schon drin, tatsächlich. Aber ich denke mal, da vorne werden wir uns noch ein paar Minuten gedulden müssen. Ja, und Wittmann, der hängt hier richtig schön am Windschatten, an der Stoßstange, wollte ich sagen, dran. Mal sehen, ob er hier die Lücke findet. Jetzt kann er nämlich den Honda studieren. Oh, bisschen arg rangebremst, aber keine Berührung. Ja, eben wurde er hier studiert von Blume. Jetzt kann er sich mal angucken, was der Honda so macht vor ihm. Vielleicht hat er sich ja auch schon 1, 2 Stellen aussuchen können. Oder ausgucken können, wo er es vielleicht probiert. Wird auf jeden Fall interessant, wenn beide in die Box gehen. Mal gucken, ob sie gleichzeitig gehen oder ob einer denkt, ich fahre mal ein bisschen länger oder gehe ein bisschen früher rein. Das wäre zumindest anstelle von Wittmann vielleicht eine Überlegung wert, wenn er merkt, dass er schneller kann. Ich glaube, die Pace-Unterschiede sind nicht allzu groß. Also schnellsten Runden der beiden sind bei 45,9 plus minus ein paar Hundertstel. Ich glaube, die ja, fahren doch recht auf einem Level. Von daher würde ein Undercut oder Overcut vielleicht gar nicht so viel bringen. Auf jeden Fall würde es was bringen, wenn man den Boxenplatz gut trifft. Wie gesagt, 2, 3 Sekunden verliert man da ja mal gerne. Und das bedeutet hier auf jeden Fall einen Positionstausch. Oder halt, oh nein, komm, philosophiere ich hier rum. Macht der Ferrari hier einen Fehler, der Wittmann. Oh, was war das jetzt, der erste Curb? Ja, der erste Curb hat ihn ausgehebelt hier. Und da ging es geradeaus. Auch interessant, dass ich im Replay eine andere Livery habe als hier im Leichtbild vom Ferrari. Oh, und da steht Plauze schon wieder. Also der hat heute irgendwie Probleme. Ich weiß nicht, ob er ja die Strecke nicht so gut kennt, ob er Probleme mit dem Porsche hat oder vielleicht ist er ja schon wieder irgendwo kollidiert, dass das Fahrzeug ein paar Tücken macht. Ja, 99 haben wir auch gerade im Bild. Und hier schon wieder. Eieiei. Also ich glaube, der wird heute auch nicht mehr glücklich, was das im Racing angeht zumindest. So, Steffen Rosse war ja in der Box, hat repariert. Kann jetzt hier den Eisen, der auch schon in der Box war, vielleicht angreifen. Ja, guckt schon mal, Eisen. Ne, jetzt geht Honda wieder auf die Innenseite. Klar, einmal kurz hier die Linien getauscht. Ah, hier hält sich der Honda aber zurück. Hier gibt es mal keine Kollision in der Kurve. Aber hier haben wir jetzt einen Zweikampf. Beide waren schon in der Box, werden jetzt also hier voraussichtlich zu Ende fahren. Es geht vorne. Ja, nix, genau. 15 Sekunden haben wir hier. Also Blume hat jetzt hier alles selber in der Hand, den Sieg nach Hause zu fahren. Kann sich sogar ein bisschen was leisten hier bei den 16 Sekunden. Und wir gehen mal wieder zum Buddy. Der hat immer noch den BMW hinter sich hier. Den wird er auch nicht los, fürchte ich. Mal sehen, wer jetzt hier besser aus der letzten Kurve rauskommt. Hier Wall of Champions mäßig, so Montreal. Bisschen die Kurve. BMW sehr gut rausgekommen im Windschatten. Mal sehen, ob er jetzt hier schon sich irgendwie daneben platzieren kann für die Innenseite. Jawohl, er probiert es, bremst sich daneben, gibt hier den Switchback vom Audi. Kann Christian Buddy da vielleicht in Geschwindigkeit mitnehmen? Ja, mitnehmen kann er sie, aber erstmal vorbeigegangen. Dann nehmen wir mal die Perspektive, sehen wir ein bisschen mehr. Ja, jetzt ist er hier im Windschatten vom BMW. Genau, Wittmann jetzt in die Box reingegangen, logischerweise nach dem Einschlag. Damit Buddy hier zumindest temporär mal am Podium dran. Beziehungsweise war ganz kurz mal auf dem Podium. Aber wird er wissen, er muss nochmal rein. Wird nochmal wieder ein bisschen was verlieren. Ja, und erstmal wird er den BMW nicht angreifen können. Wir sehen es hier. 1 Sekunde hat der sich jetzt schon mal verabschiedet. Gehen wir mal zu Eisen und Rosse. Was hat sich hier getan? Eisen vor Rosse. Ja, fehlen gar nicht mehr so viele Autos für die Box. Die ersten 9 nur noch. Also die Boxengasse wurde schon deutlich früher besucht, als das anzunehmen war. Ah, nee, Außenperspektive ist vielleicht ein bisschen besser. Jetzt der Honda auf der Innenseite. Ah, jetzt kommt er vorbei. Eisen. Ah, geht nicht auf die Innenseite. Wäre wahrscheinlich auch schief gegangen. Also Steffen Rossi jetzt erstmal wieder eine Position gewonnen. Er wiederum wird wieder ein bisschen was gut machen können. Denke ich mal. Ja, doch. Vielleicht 1, 2 Positionen. Obwohl die da vorne schon recht weit weg sind, auch wenn die nochmal in die Box müssen. 20 Sekunden sind es nämlich hier zur nächsten Position. Dann 12 und 30 Sekunden. Also schon eine gute Minute zu denen,
die noch in die Box müssen. Ja, Top 10 ist auf jeden Fall noch möglich. Mal gucken. Vielleicht kann er pace-technisch ja nochmal was rausholen. So, Plauze steht hier schon wieder. Armes Kerlchen. Na gut. Vom Plöger meinst du? Denke ich mal, ne? Ja, heißt keiner so ähnlich. Ja, der einzige Lexus hier noch in den Top 10. Muss wahrscheinlich womöglich auch nochmal reparieren. Weiß nicht, aber scheint ja noch zu gehen. Vielleicht lässt das auch. Wir werden es hier gleich wissen in ein paar Minuten. Denn er fährt nämlich gerade rein, wie wir hier sehen. Ganz gemächlich auf der Innenseite. Ich glaube, die meisten Fahrer würden sich wünschen, dass die Linie da so ein bisschen später anfängt. Weil so muss man relativ früh, ja, sich rechts halten, vom Gas gehen da. Aber er hat ja genügend Platz, dass da keiner von hinten ankommt. Und ja, dass zu einer brenzlichen Situation kommt. So, Rosseisen. Ich glaube, das ist, ja, gerade das heißeste Duell auf der Strecke. Ist auch Boxenstopp bereinigt schon, die beiden. Deswegen können wir, glaube ich, erstmal draufbleiben. Gucken wir mal bei Buddy und Mikowiak. Ja, 3 Sekunden. Also der BMW doch momentan deutlich schneller als der Audi. Da ist erstmal nichts zu erwarten. Löger jetzt auch in der Box. Genau, hat man eben gesehen. Wittmann jetzt vorbeigegangen auf die 9. Na, 7-8 können wir gleich nochmal hingehen. Da ist es ähnlich spannend wie hier. Oder ähnlich eng vielmehr. Wir müssen aber auch noch, ja, beide in die Box rein. Was sagen die Temperaturen? Was später haben wir es eigentlich mittags? Ah, 32 Grad. Ist das ein Tick wärmer geworden? Ich glaube ja, 1 Grad oder so. Also muss man jetzt nicht allzu viel korrigieren beim Boxenstopp. Wenn es hochkommt, ein Klick vielleicht mit, ja, wenn man ein bisschen vorausschaut, dass es vielleicht noch ein Tick wärmer wird im Laufe des Rennens, kann man nochmal einen Tick runtergehen. Oh, hier, jetzt geht's los. McLaren gegen den Honda. Ja, komm, schalten wir hin. Fährt natürlich einer in die Box. Das ist ja irgendwie immer so. Ja, schade, hätten wir jetzt gerne gesehen. Aber vielleicht treffen die sich ja nach dem Boxenstopp wieder. Mal sehen. Werden wir ja bald wissen. So, also haben wir noch 21. Wo ist der? Der steht hier rum, okay. Also eigentlich nur noch 20 Autos, die wir hier aktiv unterwegs haben. Alex Langhorst auf der letzten aktiven Position von der 18 gestartet. Also dementsprechend 2 Positionen verloren. Ja, die nächsten Autos, positionstechnisch doch ein gutes Stück weg hier. Halbe, nee, sehen wir jetzt gerade gar nicht. Müsste aber eine halbe Minute ungefähr sein. Gucken, kommt gleich wieder die Anzahl. Ah nee, da steht es auch halbe Minute. Also dauert es noch ein bisschen, bis man da vielleicht nochmal eine Position gut machen kann. Je nachdem, ob da vorne was passiert. So, Siegenthaler an der Box. Dahinter sehen wir den Schäfer. So, was ist der Wittmann? Auf der 9. Er wird jetzt aber hier an den beiden vorbeiziehen. Mal sehen. Position 2 war vor dem Boxenstopp. Mal gucken, wie es denn gleich ist. Auf jeden Fall hat er alle, die jetzt schon in der Box waren oder gerade sind, schon wieder überholt. 23 Sekunden hat Blume vorne Vorsprung. Wir gehen mal ein bisschen durch. Maniacs haben wir jetzt auf der 2. Position erstmal. Ist aber noch nicht Boxenstopp bereinigt. Genauso wie um Ralf Mikowiak. Mal sehen, wann die reinkommen. Christian Buddy, wie gesagt, kann da nicht so ganz mithalten. Chris Finn haben wir dahinter 2 Sekunden. Dann den Mack. Mikowiak auf der 6. Position. Und ab Wittmann haben wir schon alle in der Box gehabt. So, was haben wir hier gerade verpasst? Ich glaube, das müsste ein Überholmanöver aus der Box, hätte ich fast gesagt, gewesen sein. Denn Plöger kam ja gerade aus der Box, aber Cooper scheint hier gerade vorbeigegangen zu sein. Auch hier gehen wir kurz zurück. Ja, noch läuft das andere Replay. Muss ich immer ein bisschen abwarten, bis das vorbei ist. Ah, jetzt kriegen wir es wahrscheinlich nicht mehr mit. So, was haben wir jetzt hier noch? Marcel Arndt haben wir 3 Positionsgewinne. Hängt hier am Markenkollegen dran, bei dem wir mal mitfahren, bei Marvin Heinen. Für den ging es auch ordentlich nach vorne, 8 Positionen. Von der 23 geht es hier momentan in die Top 15, die aber auch so ein bisschen bedroht scheinen. Denn wie gesagt, der Marcel Arndt hängt ihm da 1 Sekunde dran. So, für den ersten Sektor ist er erstmal sicher. Der Arndt kriegt da jetzt nicht allzu viel Windschatten ab. Also der muss da eher aus eigener Kraft vor allem sich ransaugen. Und hier haben wir aber wieder den Zweikampf mit einem McLaren und jetzt Siegenthaler als Gegner. Auch die waren beide schon drin. Also hier die beiden Mittelmotoren. Schäfer war ja gerade erst drin. Das heißt, seine Reifen sind noch nicht so ganz da.
Siegenthaler weiß ich gerade gar nicht, wie lange ist der schon draußen? Ach nee, der war eben auch erst drin. Also fahren hier unter gleichen Bedingungen sozusagen. Wir müssen erstmal ein, zwei Runden fahren, bis hier der Grip vorhanden ist. Dann kann man hier voll in die Zweikämpfe einsteigen. Ja, waren gleichzeitig drin, genau. So, Finn Buddy war noch nicht drin. Mal gucken, vielleicht gehen sie ja jetzt rein. Vielleicht sogar zusammen. Wird auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Sache hier, der Boxenstopp für beide. Sehr, sehr dicht hintereinander. Guter Boxenstopp hilft. Buddy geht rein, der blinkt rechts und ja, wohl, der folgt ihm hier schön. So, aufpassen mit der Linie, sonst gibt es hier noch eine Strafe. Aber sah, glaube ich, alles ganz gut aus. Auch hier mit dem Pitlimiter natürlich aufpassen. Nicht zu schnell reinlaufen lassen. Ja, jetzt haben wir ein, zwei Duelle auf jeden Fall. Das andere, da müssen wir kurz warten, bis die aus der Box wieder rauskommen. Aber derweil schauen wir uns an, was hier auf den letzten beiden Top-10-Platzierungen so geht. Schäfer hier mit 3 Gewinnen und Siegenthaler mit 4 Positionsgewinnen. Nimmt er uns doch mal vielleicht mit hier. Ja, aufpassen mit dem Curb, der zieht einem richtig rum da. Und manchmal mehr als einem lieb ist. Und dann dreht man sich da leider weg. Guck mal, gerade eine DT habe ich bis jetzt hier verbucht. Wegen Zeitstrafe gab es ja auch schon, haben wir gelesen. Also ganz fehlerfrei, oder strafenfrei muss man sagen, waren hier nicht alle. So, Mikowiak, Buddy und Finn alle in der Box, müssten aber zum Teil gleich schon rauskommen. Das war ja das andere Duell, was wir gerade im Blick hatten. Gucken wir doch mal kurz. Ah, die beiden stehen hier noch. Springen wir mal kurz ein bisschen hin und her, gucken mal. Gibt es keinen Angriff, wer fährt von den beiden als erstes los? Buddy fährt als erstes los, Chris Finn. Ein Augenblick später, also ich würde mal behaupten, die waren relativ ähnlich beim Boxenstopp. Ich schau mal kurz nach. Ja, Finn, ein kleines Tickchen langsamer. Aber Buddy hat sich dann, ja, zumindest mal ein bisschen Luft verschaffen können. Hier sehen wir es, da ist Buddy. Und da ist noch der Aston dazwischen. Hat sogar sehr gut Luft verschaffen können. Da sind es 5 Sekunden fast. Also, da hat er erstmal Ruhe. Mal gucken, was der Aston Martin hinter ihm so anstellt. Damit fehlen nur noch die ersten beiden. Maniacs jetzt auf der ersten Position provisorisch. Denke mal, die werden aber auch bald reinkommen. Und der Ralf auf der zweiten Position. Jawohl, genau. Charlie freut sich auch. So, der Aston hat ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben können, nachdem er vorhin, ja, ich glaube, 10., 11. sowas war, glaube ich, ist er jetzt zumindest mal wieder 6. Und Platz 5, da ist der besagte Buddy nämlich direkt vor ihm. Ich weiß gar nicht, wann war der Aston drinnen? Vor 15 Minuten. Ja, seine Reifen sind zwar schon ein bisschen gebraucht, aber dafür schon im Betriebsfenster. Buddy braucht jetzt vielleicht nochmal eine Runde oder eine halbe, bis er den maximalen Grip hat. Das ist natürlich jetzt die Chance für den Aston Martin. Wir sehen es auch, wie er rankommt, weil er einfach noch ein bisschen mehr Kurvengeschwindigkeit hat. Ja, das war fast zu viel, aber Dirty Air ist hier natürlich in diesen schnellen Kurven auch ein Thema. So, Marc Wittmann 45,570. Also hat er sich mal ordentlich steigern können, was die schnellste Runde angeht. Das weiß ich gar nicht, 2/3 Zehntel waren das bestimmt. Ja, er musste ordentlich reparieren hier. Müssten so 20 Sekunden gewesen sein. Ja, das hier, Platz 5. Interessanteste Duell aktuell. Sind jetzt schon über die Hälfte. 26 Minuten haben wir noch grob. Ja, Porsche steht hier immer noch irgendwo rum. Ich weiß nicht, warum der nicht, ja, in die Box geht mindestens. Oder vielleicht vom Server runter. Weil die Fahrer, nehme ich mal an, kriegen da auch ständig gelbe Flagge. Ich meine, die werden inzwischen mitbekommen haben, dass er da nicht im Weg steht. Aber wenn wirklich mal da eine gelbe Flagge ist, dann, ja, nimmt man das vielleicht gar nicht so ernst. Und dann, ja, wird es doch mal ein bisschen tricky. Dann läuft es so ab wie in der ersten, zweiten Runde. Siegenthaler mit einer gelben Flagge. Oh, das ist, glaube ich, in der besagten Kurve. Ne, das ist die Inner Loop. Ah, und dann, ja, als er wieder auf die Strecke wollte, hat sie ihn da ausgehebelt. Den Ferrari, Schäfer und Kmikowiak gehen vorbei. 8 und 9. Und jetzt ist der Aston fast vorbei hier am Audi außenrum. Und jawohl, auf der Geraden ist er vorbeigegangen. Ich weiß nicht, da gibt es gerade die Lichthupe. Vielleicht gehen wir mal zurück, gucken, was da genau passiert ist. Hat er hier reingedived oder so vielleicht?
Ah, da kriegt er hinten einen mit. Und dann, ja, ist er hier vorbeigegangen. Na, kann man überlegen, ob der Aston ihn vielleicht doch wieder vorbeilässt. Ja, auf jeden Fall hat er es erstmal nicht eingesehen. Daher auch die Lichthupe vom Christian Buddy. Und wir sehen, ja, macht erstmal keine Anstalten, dass er ihn hier vorbeilässt. Aber Christian nicht sehr erfreut sein, denke ich mal. So wird man jetzt auch wieder Boxenstopp gereinigt auf der zweiten Position. 25 Sekunden Rückstand. Wie gesagt, er musste reparieren. Daher der Abstand, ja, verhältnismäßig groß jetzt. Aber um Platz 3, um die letzte Podiumsplatzierung, wird hier auf jeden Fall noch gekämpft werden. Die nächsten Minuten mindestens, wenn es nach uns ginge. Dann hoffentlich die nächsten 24 Minuten die beiden BMW M4s. Die nächsten kommen erst auf 18 und 19. Also mal sehen, was hier so geht. Ich guck mal, wie lange waren die draußen? Die waren noch, ja, sehr gleichzeitig in der Box. Sind gerade erst rausgekommen anscheinend. Oh, jetzt ist das Laute leicht unruhig und der Hintere kann da nicht mehr ganz ausweichen. Donnert drauf. Da kann man jetzt dem Mann jetzt keinen Vorwurf machen. Geht jetzt hier vorbei. Na, hoffentlich hat er sich nicht allzu sehr Schaden geholt vorne. Nicht, dass er jetzt doch nochmal in die Box muss. Ich denke mal erstmal nicht. Hauptsache die Lenkung ist erstmal gerade. Wenn man ein bisschen Topspeed verliert, ist das noch nicht ganz so wild. Aber hier gab es erstmal den Tausch zwischen 3 und 4. Dann gehen wir mal weiter. Kvyatkovic hat Visado 4. Der Aston haben wir gerade gesehen. Vorbeigegangen. Wenn auch so in der Grauzone, sage ich mal. Aber es muss dann die Rennleitung entscheiden. Oder die Reko vielmehr. Jovi auf der 5. Buddy auf der 6. Position. Moin Yannick. Moin Vini und danke für dein Raid. Herzlich willkommen alle. Also ein Drittel haben wir noch vor uns hier heute in dem Rennen. Und so ein bisschen was geht hier an der einen oder anderen Stelle noch. Nämlich zum Beispiel hier. Chris Finn ist nämlich am Buddy jetzt dran. Ja, ich glaube, die hatten wir ja eben auch noch im Duell vor der Boxengasse. Finn hatte da 5 Sekunden Rückstand. Dann haben wir gerade den Vorfall gesehen. Moin Soresino. Haben den Vorfall gesehen. Und jetzt sind die beiden wieder zusammen, würde ich mal sagen. Eine Sekunde. Schauen wir mal. Da wird es auf jeden Fall gleich noch einen schönen Zweikampf geben. Na, Vinny, wie lief's heute? Ich hoffe, gut. Auf der Strecke. Hier lief's heute nicht so gut in der Startphase. Ersten ein, zwei Runden haben wir gefühlt 5-6 Autos in mehreren Karambolagen gesehen. Wir waren eigentlich mit 24 gestartet. 2 sind schon komplett runter. Einer steht in der Box, der andere steht schon seit Ewigkeiten auf der Strecke rum, die 99. Zwar nicht im Weg, aber sie steht da rum leider. Da gab es schon ordentlich Blechschäden heute. Ah, Bathurst, ja. Ja, wir fahren am 1. Oktober 12 Stunden Bathurst. Bin mal gespannt, wie viele Boxenstopps wir da machen müssen. Aber ist noch ein bisschen hin. Jetzt bleiben wir erstmal hier, gehen mal kurz auf Platz 3 und 4, mal gucken. Ja, was sich hier nochmal tut. Die 28 hier nochmal rankommt an die 33. Das haben wir also im Blick. Buddy Finn haben wir auf jeden Fall im Blick. Bleiben wir kurz drauf. Wollte nämlich eigentlich noch zu 8 und 9 und 10 und 11 kurz gehen. So, die 18 hat 15 Sekunden, schreibt Kampfzwerg. Sehr gut, ich werde hier gut unterstützt. Ja, ich müsste mal ins Ingame-Overlay gucken, weil ACC-TV die Strafen leider nicht mit anzeigt. Radwurscht bei Pitskill oder Pitcrew oder wie die heißen. Muss mal pitskill.io gehen. Da sind auch erst 8 Teams angemeldet. Aber die veranstalten auch mal sehr schöne Rennen. Sogar täglich auch mehrfach, glaube ich, auf SimRacing GP. So, jetzt gehen wir bei Buddy mal rein. Ja, Bathurst ist so eine Sache, ne? Die Strecke ist an sich geil und wenn man keinen Unfall hat und einen guten Tag hat, macht es ja auch Spaß. Aber manchmal ist es einfach nur Frust. Vor allem, wenn du nichts da kannst, vor allem in der Skyline-Passage. Aber gehen wir gleich mal drauf ein. Wir gucken erstmal hier, ob Buddy sich verteidigen muss. Der Honda kommt hier nah ran. Immer näher aus dem Windschatten raus. Geht jetzt auf die Innenseite. Jetzt gucken wir mal, ob der Honda sich daneben bremst. Geht aber wieder dahinter. Ah, noch ein bisschen Zeit, 20 Minuten. Und er hat ja gemerkt, dass er wahrscheinlich ein bisschen schneller kann als der Audi. Also La Rue di Roux, würde ich mal sagen. Siegenthaler und Rosse auch noch ähnlich dicht beisammen. Da gehen wir kurz hin.
Die sind jetzt nämlich auch bei der Anfahrt zur Schikane, allerdings nicht nebeneinander. Der Honda guckt so auf der Innenseite vorbei, geht da auch daneben. Ja, er versucht's. Oh, da hat der Siegenthaler gar keinen Bock drauf. Hat hier die Lenkung geöffnet, geht hier Slalom durch die Barriere. Wie gesagt, da ist nichts locker an der Barriere. Die ist knallhart, da musst du auf jeden Fall dran vorbeigehen. Ist nicht wie ein Monster da mit den Styroporteilen. Also, ja, hat alles geklappt. Rosse ist jetzt hier vorbeigegangen. Der war da sehr konsequent, sagen wir es mal so. Der Zweikampf hat sich also erledigt. Ja, den Zweikampf haben wir im Blick. Schäfer, Mikowiak. Mal gucken, was da noch geht. 0,8 Sekunden. Ah, der Name macht mich fertig. Mikowiak war auf jeden Fall mal 6 Hundertstel schneller in der letzten Runde gegenüber Ralf Schäfer. Wäre also ein, wo ist er denn? Ach da, ein Indiz dafür, dass er da rankommt. Momentan 1 Sekunde. Ja, vorne scheint sich interessant zu sein. 3 und 4, die haben sie auch schon so ein bisschen auseinandergelebt. 2,5 Sekunden hier. So, hier ist der Aston. Mal gucken, ob der noch eine Strafe kriegt. Die Nummer 16 ist das nämlich. Kanzlerk wird auf jeden Fall bestens informiert sein, wenn es denn soweit kommen sollte. Tja, Regen haben wir heute auf jeden Fall keinen. Ist auch keiner mehr angesagt. Alles entspannt. Ah, frisch Eistee gekauft heute. Hat den aber nicht lang genug im Kühlschrank. Der ist noch nicht ganz so kühl. Muss ich gleich nochmal wieder zurückstellen. So, ich hoffe, dass es im ersten Split ein bisschen besser zur Sache oder ein bisschen besser ablief in der Startphase. Ja, geht auch noch. Ja, leider, muss man sagen. Ne? Ich hätte dich auch lieber auf der Strecke gesehen hier. So, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen entscheiden. Denn der Honda, ja, der kann auf jeden Fall mal Druck machen hier auf den McLaren von Schäfer. Oh, jetzt ist aber der Aston. Oh Gott, kommt die denn jetzt alle her? Hier der Aston gegen Mikowiak. Also, je nach dem Boxenstopp so langsam finden sich neue Paare. Speed Dating sozusagen. Aston gegen BMW. Der Aston hat ja noch einiges gut zu machen. Hier 3 Positionen momentan noch im Rückstand von der Startposition aus. Aber jetzt hat er 2 draus gemacht wahrscheinlich. Jawohl, geht hier vorbei. Gucken wir mal kurz hinten raus. Und, oh, Kimikowiak scheint hier auch vorbeigegangen zu sein. Da gehen wir ins Replay rein. Oh, Richtung helle Kurve hängt da schon direkt am Getriebe dran. Rausgeschert und dann daneben gebremst, nehme ich mal an. Ja, Schäfer hat das aber gemerkt. Wir sehen es hier, wie weit er die Kurve nimmt. Ja, vielleicht hat er auch gemerkt, dass er vielleicht nicht ewig gegen den Honda halten kann. Wäre auch eine Überlegung wert, dass man sich nicht so sehr wehrt. Weil, ja, sonst verliert man ohnehin Zeit. Beziehungsweise riskiert vielleicht noch einen Unfall. Und dann lieber die Position verlieren, als da irgendwie einen Unfall zu provozieren. Na, 2 und 3 wird auch nochmal spannend. Die rücken da alle vorne gefühlt eh ein bisschen zusammen. Wir haben tatsächlich ab Position 2 so 1,5 bis 2 Sekunden Abstände bis Platz 5. Also da könnten sich vielleicht nochmal 4 Fahrer um 2 Podiumsplätze streiten. Uns soll es recht sein auf jeden Fall. Behalten wir im Blick. Bleiben aber nochmal hier. Bali hält sich sehr, sehr wacker hier vor dem Audi, der schön rangekommen ist. Aber noch nicht da vorbei. Und so richtig daneben kam er auch noch nicht. Aber Christian Buddy hat in dem Rennen auf jeden Fall ordentlich zu tun. 0,3 Sekunden hängt da dran, darf sich jetzt hier nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, stimmt. 57,3 wird mir angezeigt bei Marc Wittmann auf der 2. Scheint da vielleicht irgendeinen Vorfall gegeben zu haben, weil das ist locker mal 10 Sekunden langsamer, als er sonst fahren würde. Würde natürlich erklären, warum es da ein bisschen zusammenrückt. Haben wir leider jetzt nicht so mitbekommen. Würde er vielleicht auch froh darüber sein, dass das nicht zu sehen war. Von Bekon, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. So, was haben wir hier hinten denn? Hofmann an Heinen vorbeigegangen. Kommen hier die Zweikämpfer aus dem Nichts. Kleiner Quersteher hier. Hofmann kam hier an, aber ja, drittletzte Kurve. Ah, okay, irgendein Problem hatte der Herr Heinen hier offenbar. Danke Martin für deinen Raid, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Rennen oder mehrere Rennen. Ich weiß ja nicht, was ihr genau gefahren seid. Und mit so Moin Moin.
Herzlich willkommen hier. Viertelstunde haben wir noch. Und jetzt haben wir natürlich hier das Überholmanöver verpasst. Aber wir haben die Replay-Funktion und die reicht weit genug zurück. Sehen Buddy hier mit leichten Problemen. Ausgang T1 und der Honda kann ihn schon mitnehmen. Geht hier ja, relativ einfach dran vorbei, würde ich mal sagen. Jetzt ist die Frage, ob Buddy vielleicht im Windschatten nochmal angreifen kann. Richtung Schikane. Noch sind wir im Replay. Und jetzt sind wir im Live-Bild und sehen, der Honda hat sich vorne gehalten. Ein Rennen, ah ja. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Danke für dein Raid. Schön, dass ihr hier vielleicht auch noch mal ein paar Minuten bleibt. Wie gesagt, Viertelstunde haben wir noch. Und ja, wir gucken mal ein bisschen vorne. Also Hoshi Blume, der wird hier nur noch zu Ende fahren, denke ich mal. Marc Wittmann haben wir hier auf der 2. Ja, vorletzte Runde recht langsam gewesen. Letzte Runde jetzt war genauso schnell wie vorne. Also kann nur irgendein Fehler gewesen sein. Maniacs, der auf der 3. Position ist tatsächlich. 6 Positionen hat er gewonnen. Sehr gutes Rennen bis dato. Simon Jovi oder Simon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Aston Martin hier mit der Nummer 16, der sich auch wieder gut nach vorne gekämpft hat. 1,8 Sekunden ist am Podium dran. Die Sache ist auf jeden Fall noch lange nicht gegessen. Vor allem Ralf Mikowiak, 8 Positionen gewonnen. Auch der könnte nochmal mitspielen. Der sieht die beiden da vorne auf jeden Fall. Gucken wir mal, was hier die Pace so sagt. So, Finn war hier am Buddy vorbeigegangen. Wir sehen, er hält sich da auch recht souverän. Eine Sekunde hat er jetzt schon rausfahren können. Da wäre es da auch gewesen. Ja, da wäre es ja noch spannender gewesen da vorne. Ja, sehr, sehr schade, dass wir da so viele Ausfälle hatten. So, Buddy haben wir auf 7. Wir gehen einfach mal durch, würde ich sagen. Dann kriegen wir auch alle mal wieder ins Bild rein. Weil direkt nebeneinander haben wir gerade keine Autos. Auf der 8 haben wir den Marc Kmikowiak auf der 8 mit 2 Positionsverlusten so rum. Weil Schäfer haben wir hier auch schon im Zweikampf gesehen. Hat jetzt im Nacken den Steffen Rosse im Honda. 1,5 Sekunden nur noch. Und dahinter rauscht auch noch der Ferrari von Siegenthaler an. Also auch hier am Ende der Top 10 muss noch nicht die Sache entschieden sein. Dann haben wir Markus Eisen auf der 12. Der hat erstmal Luft nach vorne, nach hinten. Da geht nicht viel. Im Rennen selber ging auch nicht viel. Wir sehen es hier. 9 Positionen hat er leider verloren. Dann haben wir Penn Cooper. Noch der letzte verbleibende aktive Porsche auf der Strecke. 2 hatten wir ja nur. Der eine steht hier immer noch irgendwo rum. Er mit 3 Positionsgewinn hat erstmal auch nichts zu tun. Nach vorne, nach hinten. Patrick Plöger. Der Lexus auf der 14. Position. Auch da scheint momentan nicht viel zu gehen. Marcel Arndt haben wir auf der 15. Da ging es 4 nach vorne. Weiter geht's mit dem McLaren von Thorsten Hofmann. Der hat 8 verloren. Ja, der wird jetzt auch nicht unbedingt die Korken knallen lassen heute. Dann haben wir noch Marvin Heinen. Den Fahrer, den wir gerade gesehen haben, der die Position verloren hat. 6 ging es insgesamt nach vorne. Ja, viel weiter nach hinten geht es ja kaum noch. Da haben wir nicht mehr so viele Autos. Da haben wir nämlich noch den Herrn Tape mit 2 Positionsgewinnen im M4. Christian Brandl haben wir mit der 91 auf der 19 von der 21 gestartet. Der wird auf jeden Fall vor seiner Startposition ins Ziel kommen. Denn hinter ihm ist nur noch aktiv der Alex Langhorst. Leider 2 Positionen verloren. Auf Position 20 mit seinem Honda. So, jetzt werden wir einmal durch und kommen passend zum Duell zwischen dem Honda und dem McLaren. Schäfer mal wieder hier im Fokus und deswegen darf er auch mal Kameramann spielen und schauen mal, ob Rossi jetzt sich hier irgendwo vorbei zwängen kann. Ist jetzt schon direkt dran. Oh nein, der geht da in die Wand rein. Ein bisschen den Griff verloren und dann ging es auf die andere Seite und Siegenthaler geht vorbei natürlich. So eng liegen Hoffnung und keine Ahnung, Drama nebeneinander. Weil mir Worte gerade nicht ein. Aber da war gerade dabei, die Position sich zu holen. Und dann verliert er eine. Plus den Schaden. Wird jetzt, vielleicht jetzt die letzten 10 Minuten noch zu Ende fahren. Wird aber keinen Spaß machen. Wen hat er hinter sich? Markus Eisen. Ja, auch nur 5 Sekunden. Na, mal gucken. Sven Siegenthaler, der wird sich freuen. Eine Position geschenkt bekommen. Und die nächste wird eben hier serviert. Mehr oder weniger. 0,4 Sekunden ist er dran. Ist heute Raid Party hier, oder was? Eisen hat auch noch eine Strafe, okay. Ach, umso besser für Rosse. Patrick, danke für deinen Raid. Ich hoffe, du hattest ein schönes Rennen, wenn du gefahren bist, denke ich einfach mal, hoffe ich. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Josef, dich banne ich gleich hier. So, 0,3 Sekunden. Noch ist er nicht vorbeigekommen hier. 10 Minuten haben wir nur noch. Wetter sieht gut aus. Und ja, das Feld spaltet sich heute, glaube ich, so, na, ich will nicht sagen 50-50, aber 70-30 bestimmt. Zwischen denen, die sich freuen über das Rennen und über die heute, die nicht so gut gelaunt sind. Wenn wir uns die Position Deltas mal anschauen, na, hat sich sehr, sehr gut durchmischt hier. Blume hat 3 gewonnen. Siegenthaler, den wir hier gerade sehen, könnte die 5. Position gewinnen. Auch Schäfer ist weit nach vorne gekommen. Ja, aber einige Verlierer und Gewinner hier heute. So, vorne hat sich wieder ein bisschen auseinandergezogen. Also 3 und 4 haben wir noch so 2 Sekunden auseinander. Platz 5 ist inzwischen doch schon 4 Sekunden weg. Chris Finn, ja, der wird den Buddy doch nicht so ganz los. Gehen wir mal kurz hin. Er ist gut rangefahren, wie gesagt, ist hier vorbeigekommen. Aber komplett wegfahren scheint er jetzt momentan auch nicht drin zu sein. So, da wird noch der Ferrari überrundet. Aufpassen hier. Nase nicht zu sehr reinhalten. Er klebt hier dran. Mal gucken, ob er eine Hellkurve angreifen kann. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Hat er vielleicht schon was ausmachen können, wo er vorbei kann. Weil manchmal merkt man ja vor allem die nächste Kurve. Da rutscht der eine oder andere gerne mal weg. Vielleicht kann man hier so ein bisschen Druck aufbauen, dass er dann hier irgendwie sich daneben zwängen kann. Ja, wir sehen es hier. Er könnte wahrscheinlich ein bisschen schneller durchgehen. Musste noch mal ein bisschen lupfen. Ah, nur noch 5 Sekunden, okay. Wurde hier etwa gefeilscht. So, Eisen jetzt an Rosse vorbei. Aber wir lesen es gerade, 5 Sekunden. Kriegt er noch mal oben drauf am Ende. Das heißt, Rosse wäre immer noch vor ihm. Ja, es müsste Rosse ja auch sehen in seinem HOD. Das heißt, für ihn gilt es hier, den Abstand nicht über 5 Sekunden ansteigen zu lassen, damit er zumindest die Position nochmal behält. 7,5 Minuten muss er noch durchhalten. So ist der Erste. Geht gleich in die nächste Runde rein. 7,5 Minuten noch. Müssen ja nur so noch 4 Runden sein, ungefähr. 34 Sekunden Schaden hat er. Eieiei. Also, könnte also knapp werden, sagst du. Na, wir sehen schon jetzt 2,5 Sekunden. Also die Strafe wird vermutlich nicht so viel Auswirkung haben. Na gut, der ist auch ordentlich eingedonnert, war keine geringe Geschwindigkeit da an der Stelle. Dr. Jabo, danke für den Follow übrigens, vor 6 Minuten. Ja, es kann sich jetzt noch tun. Also 3 und 4 ist noch ziemlich dicht beisammen. Da ist nämlich der Aston Martin am Podium dran. Finn und Buddy, ja, erstmal so, mal so. 9 und 10 haben wir hier im Bild. Ich glaube, dahinter wird sich nicht mehr so viel tun. Hofmann haben noch 2,5 hinter Arndt. Naja, sehen wir hier links ja immer schön eingefärbt. Kriegen wir mal alles schön mit. Bleiben aber erstmal hier drauf. Ich glaube, hier kriegen wir die meiste Action noch für die letzten Minuten geboten. So, kann der Fahrer sich jetzt hier für die Startziel gerade irgendwie positionieren? Geben dem Schäfer mal rein, gucken mal hinten raus. Go Bowling übrigens. Oh, der Aston vorne 0,2 Sekunden auch dran. Ich glaube, hier gibt es keinen Angriff. Die sind nämlich schon hier in der Schikane und da sehen wir auch, der Aston Martin hat sie nicht ganz bekommen. Weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen aufpassen musste, dass er dem BMW da nicht drauf fährt. Auf jeden Fall Abstand jetzt mal kurzzeitig wieder etwas größer geworden. Mal sehen, ob die letzten knapp 5 Minuten reichen, um nochmal anzugreifen. Ja, von wegen, da hinten passiert nichts mehr. Eben waren es noch 2,5 Sekunden. Hofmann jetzt aber direkt an Arndt dran. Ich weiß nicht, ob der Schaden hat oder so. Rein optisch auf jeden Fall mal nicht. Aber Hofmann da doch sehr zügig rangekommen. Setze jetzt hier schon auf die Innenseite. Mal gucken, ob ich überschieße. Dann könnte der Ferrari nochmal daneben gehen. Aber nein, der Hofmann schnappt sich Position 15 jetzt nochmal. Aber da müsste dann Ende der Fahnenstange sein. Auch ein Thorsten Hofmann, glaube ich, kann in 5 Minuten keine 50 Sekunden zufahren. Aber das Manöver haben wir dann wenigstens nochmal mitbekommen hier hinten. Ja, da waren wir jetzt die ganze Zeit schon drauf. 0,4 Sekunden, momentan kein Vorbeikommen. Wenn ich mal die schnellsten Runden vergleiche.
Ja, da war Siegenthaler eigentlich eine Sekunde schneller und außenrum. Kaum guck ich mal auf den zweiten Bildschirm, greift er jetzt hier an. Will er nicht, dass ich das sehe. Entgeht mir aber nicht, aber außenrum kann er sich schon mal daneben setzen. Jetzt ist die Frage... Ah, ist nicht doch nicht die Frage. Der Ferrari muss auf jeden Fall erstmal zurückziehen. Ah, ein kleiner Quersteher hier. Ja, Hofmann auf der 15 auch schon 2 Sekunden von Arndt weg, also die Sache dürfte gegessen sein. In 2 Wochen. In 2 Wochen. Achso, das Bathurst dran, ja. Oh, jetzt vorne ist was passiert. Der Aston Martin vorbeigegangen. Da gehen wir mal 30 Sekunden vielleicht zurück. Aus Kurve 1. Ja, da haben wir es vorhin schon mal gesehen. Bei Buddy, glaube ich, war das. Der Kurve 1 da nicht so ganz die Geschwindigkeit mitnehmen konnte. Und da kam der Hintermann. Hier ist es der Simon gewesen. Nochmal ein bisschen Windschatten mitgenommen. Auf die Innenseite ging es da. Und ich glaube, da hat sich der BMW gar nicht groß gewehrt. Oder konnte sich nicht groß wehren. Hatte einfach zu wenig Geschwindigkeit. Aus T1 raus. Und damit der Simon Chauvy jetzt, ja doch, zumindest mal wieder auf dem Podium. Ist ja von der 2 gestartet. Also dürfte noch halbwegs zufrieden sein. So, Siegenthaler ist nicht an Schäfer vorbeigekommen. Vielleicht gab es hier gerade einen Angriff. Auf jeden Fall der Abstand gerade mal größer geworden. Cooper an Rosse vorbei. Rosse hat ja den Schaden. Da kann man selbst gegen einen Porsche nichts machen anscheinend. Hier sehen wir das mal. Porsche kommt hier auch auf der Geraden vorbei. Ja, Glenn ist auf jeden Fall eine sehr geile Strecke. Muss ich auch sagen. Bin ich also sehr, sehr schnell warm mit geworden. Hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Anderen beiden amerikanischen kann ich nicht so viel mit anfangen, muss ich sagen. Aber muss man ja auch nicht. So, was haben wir noch? 3 Minuten nur noch. Ja, und wir sehen es hier links. So 2, 3 Stellen können es nochmal interessant werden. Bürger auf der 14. Wurde mal kurz etwas langsam angezeigt. Könnte eine Überrundung gewesen sein. So, Siegenthaler, der vermutlich eben schon mal angegriffen hatte und wir das nicht gesehen haben, hat die Lücke wieder zufahren können. Und er weiß selber, so viele Runden sind es nicht mehr. So, die 99, das müsste der Porsche sein. Der wurde jetzt auch mal deskut. Steht nämlich jetzt hier schwarz markiert in der Box. Keine gelbe Flagge mehr auf der Strecke. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. Aber der Kimikowiak steht hier gerade. Kurve 1. Da müsste nämlich das Duell jetzt hier vorbeikommen. Oh, jetzt auf der Innenseite geht er vorbei. Eine Position hat er gewonnen. Mal gucken, ob er den Markt da vorne noch erwischt. Da vorne fährt er erst wieder. Der hatte offenbar hier einen kleinen Dreher. Da ist er, der Honda. Also Siegenthaler hier, der hat doch ein bisschen Glück, muss man sagen. Immer mal wieder Unfälle vor sich, von denen er profitieren kann. Den McLaren hat er jetzt hier regulär überholen können. Ja, jetzt hat er nicht mehr viel Zeit. 1,5 Sekunden zum Kmikowiak, der da gerade einbiegt in die Schikane. Vielleicht geht es ja sogar noch eine Position weiter nach vorne. Ich denke mal, der wird sehr motiviert sein. Mal gucken, ob es reicht. Der erste... Oh, da dreht er sich raus. Schon wieder. Eieiei. Gucken wir mal. Ja, Siegenthaler, Schäfer und Eisen gehen vorbei. So, Schikane war nicht das Problem. Ah, da ist ein ganz leichter Sack gekommen. Dann wollte er korrigieren, das Auto stabil machen. Aber irgendwie hat sich das Auto dann aufgeschaukelt. Dann ging es dann ordentlich in die Wand rein auch noch. Und ja, eine Runde müssten wir eigentlich noch fahren. Oder? Ah, aber knapp, glaube ich. Ja, Kimikowiak jetzt leider nur noch auf der 11. Position. Also ganz, ganz ärgerlich, wenn du hier auf den letzten Metern nochmal, ja, dir so einen Schaden holst und dann noch die Position verlierst. So, Buddy jetzt, ja, doch 1,5 Sekunden weg hier. Ja, RIP, genau. Das gucken wir mal kurz. Dann ist er jetzt unterwegs, 1 Minute, 44 Sekunden haben wir noch. Oh, das wird aber eine ganz knappe Sache. Ich würde sagen, tendenziell wird es die letzte Runde sein. Bisschen lupfen und dann müsste das ziemlich genau passen. Gute Nachricht für alle, die unter Druck stehen. Schlechte Nachricht für alle, die vielleicht noch eine Position gut machen wollten. Sind aber nicht mehr viele. Wir sehen es links. 1,5, 2 Sekunden sind da die kleinsten Abstände. Deswegen bleiben wir erstmal hier drauf. Baskri und Dark Monarchs, danke für eure Follows. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch noch hier mit dabei seid. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hören wir gleich noch ein paar Interviews, wenn die ersten drei möchten oder irgendwer von den ersten drei. 5 Sekunden haben wir noch, mal schauen. Ne, müsste die letzte sein. 2, 1, ja, die Ziellinie kommt erst spät.
Also Hoshi-Blume gewinnt das Ding hier. Von der vierten Position gestartet. Souveränes Rennen, würde ich sagen, hat sich keinen großen Fehler erlaubt. Holt sich hier den ersten Sieg, wird damit auch in der Gesamtwertung erstmal ganz vorne stehen im Split 2. Marc Wittmann haben wir hier, der von der 1 gestartet ist. Ja, musste leider reparieren, sonst hätte er vielleicht vorne nochmal angreifen können. Je nachdem. Wird aber hier Zweiter. Wenn auch noch relativ knapp, der Aston jetzt auch nochmal relativ nah rangekommen. Der Jovi hier, der gut durchgereicht wurde, am Start vor allem. Also der ist ja einfach mal stehen geblieben, gefühlt. Aber hat sich noch aufs Podium gekämpft. Sehr schön, auch Glückwunsch an der Stelle. Maniacs geht leider leer aus hier, 2,5 Sekunden dahinter. Mikowiak aber dann hier auf der 5, den ersten von den beiden, der von der 13 gestartet ist, 8 Positionen gewonnen. Chris Finn, ja, muss man mal überlegen. Ich glaube, der hatte ja den Buddy angestupst, ja. Und ist da vorbeigegangen. Christian Bader trotzdem mit einem starken Rennen hier 8 Positionen nach vorne gekommen. Siegenthaler, der ja, hat sich auch gut nach vorne gewurstelt hier mit 6 Positionen. Ciao, ciao, Kalle. Ja, dürfte auch recht zufrieden sein. Schäfer haben wir auch ganz viel gesehen. 3 Positionen ging es da nach vorne auf der 9. Auf Platz 10 haben wir den Markus Eisen. Ja, leider 7 Positionen verloren. Kein optimaler Start in die Saison. Dann haben wir den zweiten Kmikowiak. Da ist er im Honda auf Position 11, gefolgt vom Porsche von Peng Cooper. Auch der ging leicht nach vorne. Steffen Rosse leider hier noch mit dem Schaden die letzten 10 Minuten ungefähr. Wird dann nur noch Position 13. Patrick Plöger haben wir dann den Lexus auf der 14, 7 Positionen verloren. Dann gehen wir nochmal weiter. Platz 15 haben wir den Hofmann. Marcel Arndt auf der 16 steht hier. Der nächste Ferrari Heinen schon weg. Und jetzt sind die wahrscheinlich alle weg. Deswegen gehen wir ins Studio. So. Zurück zur Garage. So, ja, gut. Keine Autos auf der Strecke. Lasse ich einfach mal so das Bild. Puh. Ja, was ein Start in die Saison rein. Die ersten 2 Runden, denke ich mal, wird ordentlich Gesprächsthemen geben. Da wird ordentlich analysiert werden, was da alles passiert ist. Also manche konnten da leider auch nicht mehr wirklich ausweichen, fürchte ich. Haben da einige Autos verloren, mit 24 gestartet. Am Ende waren es dann, glaube ich, noch so 20, die dann tatsächlich aktiv ins Ziel gefahren sind. So, ich guck mal, warte mal ein paar Minuten, ob hier vielleicht Leute zum Interview kommen. Hab das hier mal so im Blick. Vielleicht möchten sie da ja was zu sagen. Ja, nächste Woche geht's dann nach Kialami. 90 Minuten, wieder Montag. Und ah, da kommen schon die ersten rein, sehr schön. So, muss ich das hier nochmal im Stream alles öffnen, zack. So, ja, Blume ist schon da. Moin. Moin. Gucken, ob die anderen beiden auch noch kommen wollen. Ansonsten, ja, fangen wir erstmal an, der Sieger ist schon da. Ja, Hoshi. Erstmal Glückwunsch. War zumindest die zweite Rennhälfte oder so, wäre nicht sonderlich spannend bei dir. Erste halbe Stunde oder was bis zum Boxstopp hast du ja da mit dem Ferrari am Gange. Aber sonst war es doch recht ja, unspektakulär bei dir, oder? Wie hast du das empfunden? Ja, also auf jeden Fall danke erstmal für den Sieg. Ja, der Start war ziemlich wild. Ich weiß nicht, wer, ich glaube, das war der Aston, der vorne ganz schlecht gestartet war. Ja. Und da dann so ein bisschen Kuddelmuddel. Eigentlich wollte ich das am Anfang auch nicht reinfahren, weil ich schon gedacht habe, oh, das wird eng. Aber der war so langsam, wo ich dann gesagt habe, oh shit, da muss ich irgendwie noch durch, weil sonst wird es ja von hinten auch so eng. Da ging zum Glück irgendwie einigermaßen gut, dass wir da die ersten Ecken gut rausgekommen sind. Ja, und dann irgendwie so zweite, dritte Runde bin ich dann irgendwie an den Ferrari rangekommen. Also irgendeiner war da noch vorher zwischen, aber da war ich auch irgendwie, der hatte sich einmal, glaube ich, in der schnellen rechts vertan gehabt und da war ich auch relativ einfach vorbeigekommen. Mhm. Und beim Ferrari, wir hatten, glaube ich, so ziemlich das gleiche Tempo. Also da war kein großer Unterschied. Mal war ich irgendwie ein Stück langsamer, mal er. Und irgendwas hatte er dann hinter mir. Ich habe es nicht gesehen gehabt. Da war mit mal weg irgendwie 15 Sekunden. Und ab da war es dann, ja, ich sag mal, ein Durchfahren, weil es halt hinter mir keiner mehr war. Aber ich glaube, von der Speed her wäre er schneller gewesen. Ich glaube, wenn er das, ich sag mal, konstant runtergefahren wäre. Ja, wir haben ja gesehen, ihr beide seid da so 3 Sekunden auf jeden Fall zu Platz 3 weggefahren. Nee, der hat sich in der ersten Schikane, hat er sich rechts weggedreht in die Wand rein.
Und ja, weiß ich gar nicht, 20 Sekunden Schaden oder so musste dein Box auf jeden Fall auch noch länger stehen. Deswegen, ja, hattest du den Vorsprung, musstest den nur verwalten. Ja, sehr schön. War doch ein guter Start dann in die Season, würde ich sagen. Ja, aber vor allem eigentlich ist das gar nicht so meine Strecke hier. Also ich hatte auch irgendwie erst Freitag oder Donnerstag angefangen zu üben hierfür. Ja. Also wir fahren mit einem Barcelona-Setup hier. Also noch nicht mal ein richtiges Setup. Aber lief war ganz gut. Also der Honda an sich liegt hier ziemlich gut. Also auch die Reifen gehen halt nicht zu doll runter. Also war gut zu fahren. Ja, ist doch super. Ja, die ersten zwei Runden waren wirklich wild. Ich habe gar nicht alles eingefangen bekommen, aber da hat es manche richtig erwischt, auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal. So, ja, ich weiß nicht, ob die anderen noch kommen. Ich sehe die unten im Channel, aber ich glaube, die wollen da wahrscheinlich was selber besprechen. Gibt wahrscheinlich auch viel zu besprechen. Ja, nächste Woche Kyalami. Liegt dir besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da denke ich, also erstmal der Honda liegt da richtig gut. Und ja, wir haben halt ein paar Enduro-Rennen da auch schon gemacht. Also da haben wir auch gute Setups. Also da werden wir, glaube ich, eine relativ hohe Pace haben. Ja, da freuen wir uns doch drauf. Sehr, sehr schön. Ja, wenn du möchtest, kannst du irgendwas loswerden, falls dir noch was auf dem Herzen liegt. Sonst will ich dich auch gar nicht weiter aufhalten. Ja, also erstmal an alle nochmal vielen Dank. Also auch alle, die blaue Flagge und mich vorbeigelassen haben. Auch so beim Start, dass sich alle gegenseitig echt da Platz gelassen haben und nicht zu doll da irgendwo reingezogen sind. Also das hat echt super Spaß gebracht. Und halt besonderen Dank auch noch meinem Teamchef, der uns immer mit Affen, hier mit Bananen beglückt und ich sag mal, immer vorantreibt. Der hat heute auch ein super Rennen gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass er irgendwie von 17 auf 6 vorgefahren ist. Also der hat auch ein spannendes Rennen gehabt. Der Chris oder wer? Genau, Chris. Ja, genau. Ja, auf der 6, genau. Ja, haben einige gewonnen, aber auch einige verloren heute. Ja, sehr schön. Nee, dann lass die Korken knallen, keine Ahnung. Jo. Und dann vielleicht bis nächste Woche oder so. Jo, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. So, also ich sage, mein Sieger auf jeden Fall gehört. Weiß nicht, ob die anderen auch noch wollen. Kann noch mal eine Minute warten, aber ich glaube, die haben gerade noch ganz andere Themen zu besprechen hier. Deswegen, ja, ich schaue schon mal, wenn wir raiden können zu Split 1, glaube ich, lohnt jetzt ja nicht mehr. Die dürften ja jetzt auch fertig sein. Schau mal gerade. Ja, laufen gerade die Highlights. Deswegen, ja, gucke ich mal. Habt ihr vielleicht Raid-Wünsche? Bin natürlich da immer offen für alles. Wenn ihr vielleicht wollt, wenn ihr irgendeinen kennt, der vielleicht mal ein paar Zuschauer gebrauchen kann, dann schreibt das gerne rein, dann raiden wir dahin. Wen hätten wir denn sonst noch am Start hier? Ah, hier wird, glaube ich, auch noch gebroadcastet. Mal kurz, wie lange da das Rennen noch geht und dann können wir vielleicht dahin gehen. Ah, Werbung, Werbung, Werbung. Ah ja, da wird noch ein bisschen gebroadcastet, siehst du. Dann gehen wir dahin. Außer da kommt jetzt noch einer zum Interview, aber ich glaube nicht. Dann wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Raiden mal zum SAS Motorblock. Da wird gerade gefahren auf dem Hungaroring, Couch Masters. Also wenn ihr ein bisschen mehr Rennaction sehen wollt, dann kommt mal mit rüber. Ich bedanke mich für die ganzen Follows, dass ihr dabei seid oder wart. Nächsten Montag geht es weiter mit der RLE. Morgen geht es auf dem Kanal weiter. Endlich mal wieder mit LFM Dailies. Hatten wir letzte Woche gar nicht. Also ab 19 Uhr morgen, denke ich mal, GT4 fangen wir wieder an. Gibt es wieder LFM-Action. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder am Start seid. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch einen schönen Abend. Und macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao.